Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid zur dritten Personal- und Betriebsrätekonferenz in Sachsen-Anhalt. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Vielleicht habt ihr mich gerade auch schon im Bild gesehen. Ja, das ist für uns alle eine neue Situation und man könnte gleichzeitig sagen, es ist sozusagen die erste Konferenz, weil es nämlich die erste virtuelle Konferenz ist. Ich freue mich, dass wir uns darauf einlassen. Wir senden heute live aus Magdeburg. Eigentlich wäre es geplant gewesen, dass wir uns in Leuna getroffen hätten, im Kulturhaus. Das kann leider nicht funktionieren, aber es gibt schon einen Lichtblick für das nächste Jahr. 2021 ist auf jeden Fall eine Präsenzveranstaltung in Planung. Ja, worum geht es eigentlich heute? Es geht um den Austausch zwischen euch und der Politik. Es geht darum, vielleicht auch neue Ideen zu sammeln zum Thema betriebliche Mitbestimmung. Und es geht auch darum, Erfahrungen aus dem Betrieb an die Politik zu spiegeln. Also so, dass ihr auch die Chance habt, mal zu erzählen, wie es aktuell aussieht. Insgesamt haben wir dafür 2,5 Stunden geplant. Mit Interaktion und Pausen. Also ihr müsst keine Angst haben, dass ihr jetzt gefesselt seid vor eurem Rechner, sondern es gibt auch einige Bio- und Kaffeepausen. Wir haben verschiedene Gäste, wir haben Interviews, wir haben Leute, die live zugeschaltet sind. Wir haben einen Studiogast hier, dazu später auch mehr. Und wir haben natürlich auch Diskussionen für euch. Also wir haben einiges vorbereitet und ich würde sagen, wir machen uns erstmal warm. Und wie das so ist, wenn man sich warm macht, ihr dürft alle einmal aufstehen. Ihr dürft deswegen aufstehen, weil ich euch bitten möchte, euer Handy zu holen. Entweder ihr habt es schon neben euch liegen oder irgendwo in der Tasche versteckt oder ihr flitzt jetzt mal kurz dahin, wo euer Handy gerade lädt, an der Steckdose vielleicht und schnappt euch das, weil das werdet ihr für die Interaktionsparts auf jeden Fall brauchen. Übrigens, witziger Funfact auch dazu, 80% der Deutschen können ohne ihr Handy nicht mehr leben. Das war eine aktuelle Bitkom-Studie, die das herausgefunden hat. Also gehe ich davon aus, dass das Handy in greifbarer Nähe von euch ist. Und wir starten mit der Interaktion, indem ihr einfach mal auf www.menti.com geht. menti.com. Ihr seht das jetzt auch eingeblendet im Bild und da machen wir eine kurze Kennenlern-Session. Ihr habt da ein Feld, wo ihr jetzt eine Zahl eingeben könnt, einen Zahlencode. Das ist die 711623 und die 2. Und dann gibt es die erste Frage an euch, die heißt, aus welcher Branche kommst du eigentlich? Produktion, Verarbeitung, Dienstleistung, öffentlicher Dienst oder sonstige. So, und jetzt bin ich gespannt, weil das ist ja gleichzeitig auch der Test an euch und an uns. Wie sind wir denn mit diesen neuen digitalen Tools eigentlich unterwegs? Können wir damit schon gut umgehen oder ist das noch schwierig? Für den einen oder die anderen ist es vielleicht noch komplett neu, sowas zu nutzen. Aber ich sehe schon, es tut sich was und das könnt ihr ja auch sehen. 12 Leute haben jetzt schon abgestimmt und sagen, ich komme aus dem Bereich öffentlicher Dienst. Ja, es wächst, es wächst, es wächst. Ich gebe euch noch mal ein bisschen Zeit. Das ist ja heutzutage, muss man ja eine schnelle Auffassungsgabe haben, eine steile Lernkurve, die wir alle in den letzten Monaten hatten. Und das funktioniert aber ganz gut. Es scheint sehr intuitiv zu sein, das Tool. Ihr wählt fleißig und zeigt uns, wo ihr herkommt. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Die Mehrheit kommt aus dem öffentlichen Dienst, dann kommt ein großer Teil aus dem Bereich Dienstleistung, also privat. Und dann haben wir noch einen großen Teil, der aus der Industrie kommt, aus dem Handel, aus dem Handwerk, aus der Energie. Sehr schön. Vielen Dank erstmal dafür. Wir haben natürlich noch eine weitere Frage für euch. Und zwar geht es jetzt um das Thema, ob dein Betrieb eigentlich tarifgebunden ist. Da gibt es gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, außer Ja und Nein. Ich blende die Frage nochmal ein. Und wenn ihr einfach jetzt in dem Tool wieder seid, dann müsstet ihr das auch sehen. Da ist schon die nächste Frage und ich habe die Möglichkeit, auch da nochmal zu wählen. Genau, die Mehrheit sagt hier Ja. Flächen- oder Branchentarifvertrag aktuell. Dann kommt ein großer Batzen dazu, Ja, Haustarifvertrag. Und 6 Stimmen aktuell für Nein. 16 jetzt für Ja, Flächen- und Branchentarifvertrag. Sehr schön. Ich glaube, dieses Bild, das hilft uns ja schon mal, dass wir uns so ein bisschen kennenlernen. Man kennt das ja normalerweise, wenn man auf solchen Podiumsdiskussionen oder in solchen Veranstaltungen, Konferenzen sitzt, dass man gerne mal
den Blick durch den Raum schweifen lässt und guckt, wer ist denn hier mein Sitznachbar, wer ist denn alles dabei. Das tun wir jetzt sozusagen virtuell und dafür gibt es auch noch mal eine letzte Frage an euch. Wir wollen nämlich wissen, welches Thema ist für dich eigentlich besonders wichtig? Du hast jetzt die Möglichkeit, 3 Wörter einzutippen in diese Freifeldmaske, die du gleich siehst. Und dann entsteht auf mysteriöse Weise eine Wortwolke. Und vielleicht sehen wir dann auch, dass es ein paar Überschneidungen gibt bei euch. Also es kann ja sein, dass dem einen oder der anderen vielleicht das gleiche Thema wichtig ist wie dem Sitznachbarn. Das gucken wir jetzt mal. Tippt mal fleißig los. Bis zu 3 Wörter dürft ihr schreiben. Welches Thema ist eigentlich besonders wichtig für euch? Ja. Kommt da noch was oder ja? Aha, digitale Arbeit. Oh, da sieht man schon, da hat sich was getan jetzt seit dem Corona-Lockdown, seit März. Das scheint ein großes Thema zu sein. Arbeitsmarkt, Tarifbindung, Vergabegesetz, Corona, großes Thema. Ja, diese Wortwolke kann man auch einfach mal so ein bisschen für sich entstehen lassen und gucken, was damit passiert. Das muss man gar nicht groß kommentieren. Das Schöne ist auch, bei diesen 3 Fragen, die wir jetzt mit euch gemacht haben, die können wir sowohl euch zur Verfügung stellen, als auch nachher der Landesregierung. Das ist ja auch immer ein schönes Stimmungsbild von euch allen, um zu sehen, wo steht ihr denn eigentlich gerade und was sind die Themen. Genau, wir schauen nochmal auf die Themen. Mitbestimmung, das große Thema, Tarifbindung, Corona und digitale Arbeit, mobiles Arbeiten auch. Also ich glaube, da kann man sicherlich auch nachher nochmal ein paar Begriffe zusammenführen und die clustern. Ja, vielen Dank. Ich finde, das hat wunderbar geklappt. Das habt ihr super hinbekommen und wir starten somit auch ganz offiziell in diese Konferenz. Das ist ja die Konferenz der Landesregierung und des DGB und deshalb freue ich mich natürlich auch sehr, dass wir Vertreterinnen der Landesregierung und der Gewerkschaft hier haben. Es ist heute eine bunte Mischung und den Start, den macht heute der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Dr. Rainer Haseloff, und ich freue mich sehr, dass er für euch vorher extra eine Videobotschaft aufgenommen hat und das will er euch noch mitgeben. Herzlich grüße ich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 3. Betriebs- und Personalrätekonferenz. Sie findet unter den gegenwärtigen Bedingungen in veränderter Form statt. Auch ich hätte mit Ihnen selbstverständlich lieber direkt kommuniziert. Andererseits zwingt uns die Pandemie, neue Wege des Dialogs konsequenter zu gehen und technische Möglichkeiten schneller anzuwenden. Die Digitalisierung wird dadurch noch stärker vorangetrieben. Daraus können aber auch zusätzliche Modernisierungschancen erwachsen, die wir nutzen sollten. Ich sage das sehr bewusst, weil diese positiven Aspekte es uns insgesamt erleichtern, mit der gewaltigen Herausforderung, die sich mit Covid-19 verbindet, umzugehen. Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass das Modell der Mitbestimmung unsere Unternehmen krisenfester macht. Mitbestimmung heißt nämlich im Kern, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam in verbindlicher und auch rechtlich garantierter Form für den Erfolg des Unternehmens arbeiten. Das hat gerade für die Motivation und für die Identifikation der Arbeitnehmer mit ihrem Unternehmen nachhaltige positive Wirkungen. Ähnliches gilt für die Tarifbindung. Tarifbindung bedeutet bessere Löhne, faire Bedingungen und größere Einsatzbereitschaft, weil sich der Erfolg des Unternehmens tatsächlich für alle und wortwörtlich auszahlt. Darum werben wir für die Ausweitung von Tarifbindung und Mitbestimmung in unserer Wirtschaft und brauchen dafür natürlich die Akzeptanz und Unterstützung der Arbeitgeberseite. Wir wollen aber auch auf dem Weg der öffentlichen Vergabe die Tariftreue stärken. Es braucht in unserem Land eine wirkliche Kultur der verlässlichen Kooperation unter den Sozialpartnern. Sie erleichtert zudem die Zusammenarbeit mit der Politik und versetzt uns gemeinsam in die Lage, allen Herausforderungen zu trotzen. Die gegenwärtigen Bedingungen haben uns klargemacht, dass im Hinblick auf Homeoffice, Arbeitszeitgestaltung und Kurzarbeit Handlungsbedarf besteht. Ich bin sicher, dass sich Ihr Engagement in der Mitbestimmung lohnt. Darum danke ich Ihnen auf diesem Wege herzlich für Ihren Einsatz und wünsche Ihnen auch für die Zukunft Erfolg. Gemeinsam werden wir auch in den kommenden Jahren dafür arbeiten, dass sich die Wirtschaft in unserem Land Sachsen-Anhalt gut entwickelt.
Das waren nochmal ganz persönliche Worte vom Ministerpräsidenten an euch. Und ich sage, falls der Ministerpräsident heute zuguckt, nochmal herzliche Grüße und vielen Dank dafür. Er hat es schon gesagt, Corona zwingt uns dazu, neue Formen des Dialogs auszuprobieren. Das tun wir hier. Auf der einen Seite bietet Corona also viele Chancen und viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite wissen wir, reißt es auch ein tiefes finanzielles Loch in viele Kassen unserer Unternehmen. Auch hier vor Ort. Im ersten Lockdown beispielsweise waren alleine hier in Sachsen-Anhalt über 100.000 Menschen in Kurzarbeit. Wie schwer das tatsächlich für die unterschiedlichsten Unternehmen in unseren Branchen ist, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Und vor allen Dingen auch, warum Mitbestimmung gerade jetzt so wichtig ist. Film ab, bitte. Mitbestimmung ist Demokratie im Betrieb. Wir als Betriebsräte sind die Stimme der Beschäftigten, der Kolleginnen und Kollegen. Unsere Aufgabe ist insbesondere bei Veränderungsprozessen nicht gestalten zu lassen, sondern sie mitzugestalten. Ich habe mich schon immer für Kollegen eingesetzt und auch Ungerechtigkeit angesprochen. Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Es ist ernst. Der Lockdown für ein Hotel bedeutet, dass von einem Moment zum anderen keine Gäste mehr da waren. Wie viele Kollegen plötzlich durch eine Vorerkrankung nicht mehr zur Arbeit gehen können oder Angst haben, zur Arbeit zu kommen, dann wird einem das bewusst, was für Auswirkungen Corona hat. Oder wenn Beschäftigte in besonderen Lebenslagen sind, kleine Kinder haben, Schulen, Kitas sind alle geschlossen worden. Das ist eine Situation, wo Menschen wirklich jemanden brauchen, mit dem sie drüber reden können. Wie geht es weiter? Was kommt jetzt auf uns zu? Wie lange dauert das? Es gibt ja immer die Debatte, was ist wichtiger? Ein Unternehmen, die Gewinne, ne, damit es hier irgendwie weitergeht. Wir haben gesagt, der Schutz und die Gesundheit der Menschen steht an vorderster Stelle. Die Riesenherausforderung war, wie stellen wir uns dazu auf, wenn Gesundheitsämter ganze Mitarbeitergruppen in Quarantäne stellen? Ein Stillstand ganzer Anlagen wäre eine absolute Katastrophe gewesen. Das sind tausend von Existenzen und Familien. Wenn der Ofen ausgeht, dann geht hier alles aus. Wir haben Ideen entwickelt mit der Firmenseite. Wie kann man die Produktion am Laufen halten? Wir liefern in systemrelevante Industrien, in die Medizinbranche, Pharmaindustrie. Und diese Produkte werden gebraucht und gerade in Corona-Zeiten mehr denn je. Wir haben der Belegschaft mitgeteilt, dass der Betriebsrat voll funktionsfähig in der gesamten Zeit für die Kolleginnen und Kollegen da sein wird. Wenn die den Hochofen weiter betreiben, dann kann die Mitbestimmung nicht abtauchen. Wir waren da und haben geholfen, wo man uns gebraucht hat. Ich hatte schon weiche Knie, als ich den Kollegen erzählen musste, dass wir auch über Kurzarbeit nachdenken. Das Kurzarbeitergeld ist nicht viel und ist in der Hotellerie noch viel weniger. Das war etwas völlig Neues, mit dem man erstmal zurechtkommen musste. Und ich glaube, wir haben eine sehr gute Lösung gefunden. Dass Einsparmöglichkeiten nicht nur auf dem Rücken von Tarifbeschäftigten ausgetragen werden, sondern eine Lösung her muss für sich alle Beteiligten bis hin zum Vorstand und auch Aufsichtsrat. Wir haben gerade für die niedrigen Einkommen erreicht, dass sie nahezu ihre normalen Einkommen beibehalten. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Ein Hotel an eine neue Normalität anzupassen, ist natürlich keine einfache Aufgabe. Das Unternehmen macht sich mit uns zusammen Gedanken darüber, wie können wir unser Produkt verändern. Jeder hat in der Corona-Krise ein Bewusstsein dafür bekommen, was geht und was geht nicht. Teilweise gingen Sachen, da hat man vorher nicht dran geglaubt. Wenn ich allein an das mobile Arbeiten denke, wir haben uns vielleicht dran gewöhnt, aber für mich ist Normalität, wenn die Kollegen und Kolleginnen wieder ohne Angst und ohne Maske zur Arbeit kommen können. Und es zeigt sich in solchen Krisen, wie wichtig die Mitbestimmung ist und dass ein Unternehmen nicht alleine entscheidet, sondern mit der Mitbestimmung. Mein Name ist Tike Nasikol. Mein Name ist Tobias Bäumler. Mein Name ist Kerstin Spendel. Ich bin Thorsten Braun. Man selber alleine kann nicht im Unternehmen seine Interessen einfach nur so durchsetzen. Ich möchte jeden motivieren. Seid solidarisch. Betriebliche Mitbestimmung ist wichtiger denn je. Da, wo es keine Betriebsräte gibt, engagiert euch und wählt einen Betriebsrat. Das ist schon absolut notwendig.
Ein Film der Hans-Böckler-Stiftung war das. Und wir haben da, glaube ich, ganz gut gesehen, wie gerade in diesen Zeiten Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz und Beschäftigungsbedingungen verzahnt sind und wie wichtig auch Mitbestimmung ist. Und gerade deshalb bin ich auch sehr froh, dass ich heute nicht alleine im Studio bleibe, sondern die zuständige Ministerin direkt hier vor Ort habe zu diesen Themen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Landesministerin für Arbeit, Soziales und Integration, Petra Grimme-Benne. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Willkommen auch an all denen, die uns heute jetzt hier zuschauen. Wie heute jemand schon gesagt hat, alle, die jetzt an den Geräten sitzen. Sehr schön. Ja, ich freue mich, dass ich hier nicht alleine bleibe. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass auch für Sie wahrscheinlich schöner gewesen wäre, die Leute in Präsenz zu sehen. Wie sehr schmerzt es denn jetzt eigentlich, Frau Grimme-Benne, dass wir uns heute nicht in Präsenz treffen können? Also wer mich schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich sehr emotional auch auf mein Gegenüber reagiere. Und mir fehlt natürlich die direkte Interaktion sehr. Und von daher, ja, ist es schon gut, dass Sie mit mir dabei sind. Dann ist das hier nicht so ganz alleine im Studio. Ja. Auf der anderen Seite bin ich ja auch neben allem auch die Gesundheitsministerin. Und auf mich richten sich alle Augen immer. Hält sie eigentlich ihre Regeln selber ein, die sie im Land durchgesetzt hat? Und von daher denke ich, können wir heute zeigen, wie man das auch unter Corona-Bedingungen gut gestalten kann, eine solche Veranstaltung. Genau, wir haben den Mindestabstand mehr als eingehalten. Und ich kann auch bestätigen, dass Sie eben eine Maske getragen haben, die wir natürlich jetzt abgesetzt haben. Wir sind schon mitten im zweiten Light-Lockdown. Wie schätzen Sie denn eigentlich die aktuelle Lage ein und wie gut ist Sachsen-Anhalt vorbereitet? Also ich denke mal, wir haben aus dem ersten Lockdown gelernt und haben uns, wie auch die anderen Bundesländer, vorgenommen, die Schulen und die Kitas offen zu halten und auch so weit wie möglich ist, die Wirtschaft auch aufrechtzuerhalten. Und deswegen, warum Kitas und Schulen? Einmal natürlich wegen der Bildungsgerechtigkeit, dass wir den Schülern und Schülerinnen und auch den Kindergartenkindern nicht nochmal einen Lockdown erleben lassen wollten. Mhm. Und vor allen Dingen, weil es auch darum ging, wir haben den Familien auch viel zugemutet, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Und wir wollten, dass das jetzt im Herbst anders ist. Mhm. Gesundheitsschutz, haben Sie gerade schon gesagt, bei Ihnen als Gesundheitsministerin dann auch ein großes Thema. Und Sie haben vielleicht auch deswegen gerade besonders viel zu tun. Der Kontakt zu den Betriebs- und den Personalräten ist Ihnen aber sehr wichtig, sonst wären Sie ja heute nicht hier. Warum ist Ihnen das so wichtig? Ja, gerade Corona-Zeiten haben gezeigt, dass wir die Betriebsräte und die Personalräte brauchen, um auch die Corona-Maßnahmen auch in den Betrieben umzusetzen. Fast jeder Betrieb und jede Einrichtung hat jetzt Hygienepläne erstellt, damit tatsächlich auch das Arbeiten sicher ist und man sich nicht dort ansteckt. Und auf der anderen Seite braucht es auch viel Kommunikation. Wir merken auch, der erste Lockdown, das haben die Menschen akzeptiert, weil sie gesehen haben, ja, das lohnt sich, das zu tun, die Zahlen sind niedrig gewesen. Jetzt sind die Zahlen wieder sehr hoch und jetzt kommen natürlich andere Sorgen dazu. Was passiert mit meiner Mutter im alten Pflegeheim, wenn wir die weiterhin offen halten? Was passiert mit meinem Arbeitsplatz? Manche glauben uns auch gar nicht mehr, dass diese Maßnahmen tatsächlich gut sind. Mhm. Und das merkt man schon auch in den Betrieben, wird darüber diskutiert. Die Politik will uns nur durchregieren. Ja, der Staat drückt uns jetzt auch noch das Impfen auf. Und es gibt eine unheimliche Unruhe und dafür braucht man auch Betriebsräte und Personalräte, die zusammen mit dem Arbeitgeber ausloten, was braucht man in einer solchen Krisensituation auch an Kommunikation, eben auch an Mitbestimmungsrechten, das muss man gemeinsam gestalten. Und deswegen finde ich, gerade Corona-Zeiten zeigen besonders, wie wichtig Betriebs- und Personalräte sind. Mhm. Sie haben ja dieser Konferenz heute auch das Motto gegeben, nämlich Mitbestimmung in Zeiten des Wandels. Jetzt könnte man seit Anfang des Jahres ja sogar digital in Klammern ergänzen. Engagement lohnt sich. Was verbinden Sie mit diesem Motto? Wir sind ja von 0 auf 100 jetzt in der Digitalisierung. Also alle haben da erst eine Zeit lang von gesprochen und haben gesagt, na, wir haben da vielleicht noch viel Zeit, das zu gestalten. Und jetzt müssen wir sehr schnell entscheiden, wie ist mobiles Arbeiten möglich? Wie gestalte ich Homeoffice? Wie mache ich es hinsichtlich auch Datenschutz sicher, wenn ich sozusagen Endgeräte auch mit nach Hause nehme? Zum Beispiel bei uns in den Verwaltungen, das ist jetzt gerade ein großes Thema. Ja, wenn ich Rentenbescheide erstelle, wenn ich
Sozialhilfe bewillige etc., kann ich das von zu Hause machen? Oder sind das nicht Daten von Dritten, wo es nicht ganz toll wäre, wenn die sozusagen auf dem Privatrechner dann irgendwann mal öffentlich werden? Und solche Themen sind ganz wichtig und das brauchen wir auch. Und klar, Sachsen-Anhalt, deswegen war das am Anfang, haben natürlich einen Strukturwandel vor sich. Wir sind Zulieferer für die ganze Automobilwirtschaft. Das macht auch Ängste. Da ist viel im Umbruch und da haben die Leute Sorge, dass die Arbeitsplätze wegfallen. Wir haben im Süden von Sachsen-Anhalt Kohleausstieg. Das beschäftigt auch ganz viele. Und da haben wir uns auch die Lehre gezogen aus dem, was die Menschen schon mal an Transformation miterlebt haben. Und haben wir gesagt, wir müssen es miteinander kommunizieren. Und das geht vor allen Dingen, finde ich, mit denjenigen, die sich da in den Bereichen, in den Firmen auch engagieren. Und das geht nur über die Betriebsräte. Bei so einem digitalen Wandel entstehen ja unter Umständen dann auch neue Jobs und da ist ja dann auch immer die spannende Frage, wie kriegen wir da jetzt Tarifbindung eigentlich hin? Es gibt ja den Betriebspanel, das werden Sie kennen, und da ist herausgekommen, dass die Tarifbindung in Sachsen-Anhalt rückläufig ist. Was unternimmt jetzt konkret eigentlich die Landesregierung, um Tarifbindung und Sozialpartnerschaft zu stärken? Einmal haben wir ja die Möglichkeit, nur zu werben. Also wir sagen im Grunde, gute Arbeit kann eigentlich nur sein, wenn man ein tarifgebundenes Unternehmen ist. Und der Ministerpräsident und ich sind uns ja sehr, sehr einig darüber, dass das nur so gehen kann, dass wir mehr Tarifbindung auch in Sachsen-Anhalt haben. Wir haben aber auf der anderen Seite Arbeitgeber, die sich genau natürlich die Bundesländer auch danach aussuchen, wo Arbeitnehmer nicht unbedingt tarifgebunden sind, wo man auch immer noch, ob man in eine Gewerkschaft reingeht oder nicht, das auch immer noch ein bisschen fragil ist. Und danach suchen die sich das auch aus. Und deswegen sagen wir immer, wir müssen diejenigen stärken, sowohl die Gewerkschaften als auch die Betriebsräte, damit man an gutem Beispiel sehen kann, es lohnt sich, tarifgebundenes Unternehmen zu sein und Tarifbindung zu haben. Und wir sind in regelmäßigen Gesprächen auch mit dem Arbeitgeberverband, um zu sagen, hier, ja, es lohnt sich auch für euren Betrieb. Das hat sich ja auch aus der Studie ergeben, dass Tarifbindung natürlich auch zum Erfolg eines Unternehmens führt, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Mhm. Vielen Dank, Frau Grimm-Benne. Sie bleiben ja noch ein bisschen hier. Ja, Sie lassen mich nicht alleine hier im Studio. Schön, dass Sie da sind. Wir kommen gleich nochmal zu Ihnen. Jetzt kommen wir erstmal zum nächsten Gast. Und der nächste Gast ist ein Kollege aus dem Iran, der in einer Gewerkschafterfamilie groß geworden ist, in den 80ern dann nach dem Abitur als politischer Flüchtling nach Deutschland gekommen, der sich von unten nach ganz oben gearbeitet hat, angefangen mit einer Lehre, dann studiert, eine sehr interessante Persönlichkeit, wie ich finde. Ich begrüße jetzt live zugeschaltet aus Hannover Dr. Mehrdad Payande. Ich sehe ihn schon im Bild. Okay, verstehe. Ich höre gerade, wir können Sie tatsächlich nicht hören, weil Sie noch stumm geschaltet sind. Das heißt, Sie müssten einmal Ihre Position entstummen. Das können wir leider nicht machen. Auch das ist interessant zu wissen. Man denkt ja immer, man kann dann alles aus der Zentrale schalten und walten, wie man will. Das geht aber nicht. Das hat auch gute Gründe, wie ich finde. Denn wenn man sich von zu Hause zuschaltet, dann möchte man nicht unbedingt, dass jemand von irgendwo anders einfach bestimmen kann, dass man jetzt zu hören ist. Hören Sie mich jetzt? Jetzt hören wir Sie. Hallo, Herr Payande. Schön, jetzt hat es geklappt. Ein paar Anfangsschwierigkeiten, aber das macht ja gar nichts, das ist live und so ist es halt im digitalen Wandel. Da macht man gerne mal Fehler, weil so lernt man nämlich dazu und weiß es dann fürs nächste Mal besser. Das ist ja ganz normal. So, ich starte mal direkt und sage auch nochmal, wer Sie sind. Sie sind der Vorsitzende des DGB-Bezirks Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wo sitzen Sie denn gerade eigentlich, zu Hause oder sind Sie im Homeoffice? Im Büro. Sie sind im Büro, okay. Ich möchte als erstes mal auf das Thema Tariftreue und Tarifbindung gucken. Warum ist das bei der Vergabe öffentlicher Aufträge eigentlich so wichtig und was kann konkret aus Ihrer Sicht das Land da tun? Also zuerst einmal ist es wichtig zu verstehen, welchen Beitrag überhaupt die Tarifbindung leistet für die Gesellschaft, für Unternehmen, auch für den Staat, aber vor allem für die Menschen. Also wir sehen alle Studien, Sie haben auch darauf hingewiesen, zeigen, dass mitbestimmte, tariflich bezahlte Arbeit, unbefristete Arbeit und am besten sozialversicherungspflichtige Arbeit sich auszahlt für die Beschäftigten. Hören Sie mich?
Ja, 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 sowohl für die Menschen besser ist, als auch für Unternehmen. Also die Unternehmen, die tarifgebunden sind, sind innovativer. Für den Beschäftigten geht es besser. Staat profitiert davon, weil die Menschen höheres Einkommen haben, dann höhere Steuern zahlen. Eigentlich kann man sagen, drei Gewinne sind da, aber trotzdem sehen wir, dass die Tarifbindung senkt. Es gibt Geschäftsmodelle, die leider sich ausbreiten, die im Niedriglohnsektor, also mit Niedriglohnen nur funktionieren. Die sind nicht innovativ, aber die breiten sich aus. Und die müssen wir praktisch gemeinsam versuchen hinzubekommen, dass sie sich nicht ausbreiten, weil für alle Akteure nicht gut ist. Wir können nicht andauernd zulassen, dass die Menschen arbeiten, trotzdem ihre Gehälter aufstocken müssen, also eine zweite Tätigkeit nachgehen müssen, um überhaupt über die Runde zu kommen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Tarifbindung stärken. Das ist der Hintergrund für alle Beteiligten. Dass Unternehmen honorieren, die auch fair bezahlen. Und Beschäftigten praktisch auch mit einem Job über die Runde kommen, einen Arbeitsplatz. Das ist der Hintergrund. Was kann das Land tun? Das Land kann natürlich Rahmen setzen. A, sagen, ich will gute Arbeit, das heißt solche gute Arbeit, zum Markenzeichen machen. Ich möchte Ansiedlungen von Unternehmen, die wirklich faire tarifliche Arbeit zahlen, nicht diejenigen, die Menschen ausbeuten. Niedriglohnsektor ist kein Markenzeichen. Zweiter Punkt ist, ich möchte auch praktisch, dass wenn ich was kann ich machen? Wenn ich Aufträge erteile und der Staat ist ein riesiger Player, der mit dem Geld, mit Steuergeldern praktisch sehr viel Unternehmen mit Aufträgen versorgt, dann dort Unternehmen die Aufträge bekommen, die fair bezahlen. Und dementsprechend auch praktisch dafür sorge, dass diejenigen, die innovativer sind, zuzugekommen, damit steuerlich praktisch belohne ich diejenigen, die fair sind und praktisch ja, ich bestrafe, wenn man diejenigen, die auf Kosten der anderen leben wollen. Ich höre schon, Sie sind mit vollem Herzblut dabei. Sie sind da sehr emotional auch. Eine nächste Frage, die ich an Sie habe. Welche Rolle spielen denn eigentlich die Gewerkschaften und die Mitbestimmung bei der anstehenden Transformation und dem Strukturwandel? Vielleicht noch mal ein bisschen konkreter auch. Ja, also zuerst einmal Mitbestimmung bedeutet, was in anderen Beiträgen auch gesagt worden sind, dass wir die Menschen auch zum Mitgestalter in einem Prozess machen und nicht zu Verlierer. Das ist, Mitbestimmung heißt einfach, dass nicht die Menschen, die jahrelang gearbeitet haben, auf die Rede geraten. Das ist erstmal so. Wir haben in Sachsen-Anhalt zwei große Herausforderungen. Sie kennen, es wurde auch gesprochen, Kohleausstieg. In Revier haben die Kolleginnen und Kollegen, die sind energieintensiven Bereiche, beste wirklich Bedingungen, mitbestimmte Arbeit, überdurchschnittlich bezahlt, die Regionen leben davon, also Regionen und Menschen profitieren davon. Und da müssen wir, jetzt ist Kohleausstieg beschlossen, wir dürfen nicht zulassen, dass diese Unternehmen, dass diese Regionen praktisch entindustrialisiert werden, praktisch wir Scherbenhaufen hinterlassen und bei Familien Existenzen gefährden. Das ist sehr wichtig, weil wir unterstützen das Ziel, ein Kohleausstieg, aber wir müssen gucken, dass diese Menschen eine Zukunftsperspektive bekommen. Insofern plädieren wir dafür, dass wir Hand in Hand versuchen, diese zu gestalten und moderne Industrien ansiedeln, Arbeitsplätze ansiedeln lassen. Das Gleiche gilt für Transformation im Bereich zum Beispiel Automobil. Es gibt sehr viele Zulieferbetriebe, überdurchschnittlich im Bundesvergleich, die in Sachsen-Anhalt angesiedelt sind, so in Harz, Saarlandkreis. Also so Bereiche sind, die dann durch diesen Umbruch weg von Verbrenner hin zu E-Mobilität ihre Arbeitsplätze gefährdet sind, Industrien gefährdet sind. Hier in diesem Bereich ist auch wichtig, dass wir gucken, dass helfen Unternehmen, diese Transformation mit uns gemeinsam, mit Beschäftigten gemeinsam zu gestalten. Hier wäre sinnvoll, dass die Landesregierung auch nicht passiv zuguckt, sondern aktiv unterstützt, Unternehmen unterstützt, dass wir hochwertige, gut qualifizierte Beschäftigung hier erhalten. So ist genau die gleiche Herausforderung wie in Revier, Kohlerevier. Da müssen wir Hand in Hand gucken, dass wir Menschen eine Perspektive geben. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese aus der Corona-Krise eine soziale Krise wird. Und die Herausforderungen waren vor der Krise da. Jetzt sind sie große geworden. Und da sollten wir wirklich auch versuchen, gemeinsam hinzubekommen, dass wir diesen Menschen eine Entwicklungsperspektive geben.
Nächstes Jahr stehen ja die Landtagswahlen an, ist gar nicht mehr so weit hin. Welche Herausforderungen sehen Sie denn da für die Gewerkschaften? Also die große Herausforderung ist, was ich auch gesagt habe, hinzubekommen, dass wir, dass trotz Corona, Sie wissen, dass auch wenn Landtagswahl kommt, ist noch nicht Corona ganz vorbei, aber auch alle, egal wer jetzt regieren wird, einfach versteht, wir müssen praktisch zum Land der guten Arbeit werden. Und es bedeutet, dass wir A, gucken als allererstes, dass die Menschen ihre Beschäftigung versuchen wir gemeinsam zu sichern, dass die Menschen praktisch eine existenzielle Grundlage haben für ihre Existenz. B, zu gucken, dass wir aus der Corona-Krise Chance machen. Was meine ich damit? Wir brauchen eine Investitionsagenda. Aktiv der Staat zeigt, wie wichtig ist, die systemrelevanten Berufe, wie wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft sind. Das heißt, wir müssen unsere Infrastruktur modernisieren, zukunftsfest machen. Das sind Digitalisierung, das sind die Frage der ökologischen Transformation, aber auch soziale Transformation, dass gute, zukunftsfähige Arbeitsplätze hinbekommen. Dafür brauchen wir Investitionsoffensive. Wir haben den Vorschlag gemacht, dass man die Investitionen auslagert aus dem Kernhaushalt, also auf einen Fonds und langfristig plant und auf der anderen Seite Vergabe- und Tariftreuegesetze wirklich hinbekommt, was jetzt auf dem Tisch liegt, was zurzeit von dem Wirtschaftsministerium leider nicht umgesetzt wird. Aber das müssen wir ein Bündnis hinbekommen dafür, Zukunftsfähigkeit des Landes, Investitionen in die Köpfe, Investitionen in Infrastruktur und Rahmen schaffen für gute Arbeit, das sind die Dinge, die wir brauchen. Und ich glaube übrigens, das ist das beste Rezept gegen Zuwachs an Rechtsradikalismus und so weiter. Das ist Demokratieförderung. Wir sagen immer, mit Investitionen Zukunft sichern und dann auch Demokratie erhalten. Die beiden Hand in Hand. Wir brauchen eine positive Vision von Menschen und die Landesregierung, egal welche Landesregierung, muss diese Aufgaben versuchen zu erfüllen, sonst haben wir eine Stagnation, die uns allen schadet und auch den Menschen, aber auch dem Standort. Und ich glaube, Sachsen-Anhalt wirklich hat Riesenpotenzial, in oberen Liga zu spielen, als nur im unteren Keller bei Niedriglohnsektoren und so weiter. Das ist keine Vision. Wir müssen praktisch auch ehrgeizig sein. Wir können das Land der modernen Technologien werden. Die Chance müssen wir ergreifen. Und das appellieren wir, das erwarten wir von der zukünftigen Landesregierung. Und dass es möglich ist, gute Tarifabschlüsse zu schaffen, das sieht man ja dann doch hin und wieder mal. Zum Beispiel Rotkäppchen, 33,9% mehr bis 2025. Ich habe mich gefragt, wie schaffen die das eigentlich und was ist deren Erfolgsgeheimnis? Was glauben Sie? Also das eigentliche Geheimnis der gewerkschaftlichen Erfolge ist gute Organisation, starke Betriebsräte. Man sieht überall, wo wir gut organisiert sind, wo wir geschlossen auftreten, dann haben wir praktisch Background. Wir können gut verhandeln und dementsprechend setzen wir sehr viel durch. Deshalb ist wirklich so wichtig, dass Beschäftigten sehen, sie sind keine Einzelkämpfer. Sie müssen sich organisieren. Und wir verfügen über viel Erfahrung, wie wir gemeinsam im Interesse der Beschäftigten, aber auch im Interesse der zukunftsfähigen Unternehmer hinzubekommen. Das ist das Geheimnis, was praktisch wirklich auch selbstredend ist für den Erfolg der Gewerkschaften, der Betriebsräte. Jeder weiß, dass wenn man praktisch Haut und Knochen ist, keine Mitglieder hat, dann kann man auch gar nicht richtig verhandeln. Und deshalb ist wirklich so wichtig, dass die Menschen sich organisieren. Darum sind wir Gewerkschaften wirklich ein fester Bestandteil für bessere Lebenssituationen der Menschen. Und das geht los in dem Betrieb, das geht dort in jede Branche, dass wir dann praktisch Arbeitgeber wissen, sie haben mit einem starken Verhandlungspartner zu tun. Im Übrigen, auch wir interessieren auch auf eine starke Arbeitgeberseite. Die auch Verbände, die auch mit uns verhandeln und dementsprechend auch Sozialpartnerschaft eine Grundlage geben. Und deshalb plädieren wir auch an Arbeitgeber, nicht die Unternehmen zu unterstützen, die Tarifflucht betreiben, die Gewerkschaften Betriebsgründungen bekämpfen, die Gewerkschaftsbashing betreiben. Also die müssen auch in ihrem eigenen Interesse daran interessiert sein, auch starke Gewerkschaften, starke Betriebsräte zu haben. Das ist das eigentliche Geheimnis für eigentlich den sozialen Frieden auch in diesem Land.
gute Organisation und starke Betriebsräte. Und vorhin in der Antwort haben Sie auch gesagt, Sie glauben, dass Sachsen-Anhalt in der oberen Liga mitspielen kann. Da ist viel Potenzial. Ich frage mich aber dennoch, was sind eigentlich die besonderen Herausforderungen für Ostdeutschland? Also zuerst einmal muss Ostdeutschland, auch Sachsen-Anhalt, aus dieser Rolle praktisch zweite Geige zu spielen, versuchen, sich loszuwerden. Auch das ist eine mentale Frage. Zweite Frage ist, Herausforderungen sind, wie kriegen wir in diesen Transformationen Strukturen hin, damit wir ein Teil, ein zentraler Teil in diesem Transformation werden. Viele können mitspielen. Und Ostdeutschland und Sachsen-Anhalt, auch in der Nähe zur Automobilindustrie Volkswagen, das ist so weltgrößte Autokonzern, der praktisch eine radikale Transformation gestartet hat im Bereich E-Mobilität, da kann auch eine aktive Rolle spielen. Im Bereich der chemischen Industrie, im Bereich der modernen Dienstleistungen, in all diesen Bereichen, Digitalisierung, kann das Land praktisch, das Feld ist offen. Man muss praktisch proaktiv sich zum Player machen. Insbesondere, dass die anderen einen retten. Da haben wir 30 Jahre lang gemacht. Das ist eine passive Rolle. Ich bin der Meinung, man muss sehr selbstbewusst auftreten, die Zukunft und Leitmärkte versuchen zu verstehen und wissen, dass die hier Hochtechnologien angesiedelt sind, hochmotivierte Beschäftigten brauchen. Und da muss man gucken, dass das Feld man für sich definiert und dann sich zum Player macht. Alle diese Bereiche sind eigentlich Herausforderungen für alle und wir können auch mitspielen. Wir müssen bereit sein mitspielen, wir müssen Geld in die Hand nehmen, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, wir müssen praktisch sagen, das als eine Chance sehen und nicht als Risiko und dass wir zum Verlierer werden. Man muss sich zum Gewinner machen und nicht warten, dass man praktisch zum Gewinner erklärt wird, aber während die anderen sehr aktiv mitmachen. Wir haben es ja eben gemerkt, wenn man in so einem Wandel steckt, muss man vieles schnell neu lernen. Also Bildung und lebenslanges Lernen ist auf jeden Fall ein großes Thema. Worauf kommt es da aus Ihrer Sicht an? Also wir haben zwei große Herausforderungen. Einmal ist unser Bildungssystem so aufzustellen, dass wir praktisch Bildung nicht als Kostenfaktor mehr betrachten, als Grundvoraussetzung praktisch für den Wohlstand von morgen. Und das heißt, wir müssen praktisch Bildung auch gänzlich betrachten. Das ist beginnt von frühkindlicher Erziehung hin über schulische Bildung, dann berufliche Bildung und dann Hochschule. Alle diese Dinge, wenn wir als komplementär betrachten, dann wissen wir, das ist praktisch das Fundament von Wohlstand von morgen, dann müssen wir eine Bildungsoffensive starten. Wir müssen viel mehr als heute verstehen, dass wir praktisch attraktiver sein müssen. Wir müssen Lehrkräfte selber auch selbst mehr einstellen, pädagogische Konzepte hinbekommen, auch moderne Pädagogik, Ganztagsschulen einrichten. Ich habe gesagt, von gute Kitas und sowie wirklich zukunftsfähige Hochschulen. Wenn wir das hinbekommen, dann sehen wir diese Investitionen da drin nicht als verschwendetes Geld, sondern als Grundvoraussetzung, dass morgen beste Leute wir hervorbringen, die dann den Wohlstand von morgen bringen. Das Gleiche gilt für die, was bedeutet dann Bildung im Berufsleben? Wir müssen Voraussetzungen schaffen und das ist mit Hubertus Heil aus den ersten Initiativen ergriffen worden, dass wir Menschen helfen im Transformationsprozess, auch in der Beschäftigung fit gemacht werden für morgen. Und das ist auch Dinge, die wir nicht, wenn sie arbeitslos werden, dann haben sie den Anspruch auf eine Weiterbildung oder Umqualifizierung, sondern heute im aktiven Leben, die Bedeutung von Weiterbildung, Weiterqualifizierung als lebenslanges Lernen, nicht als Floskel hier immer reproduzieren, sondern als Teil unserer Beschäftigungspolitik in dem Betrieb machen. Also solche Dinge sind, glaube ich, Bildung auf beiden Ebenen können dazu beitragen, dass wir wirklich unseren zukünftigen Generationen, unseren Kindern die Chance geben, aber auch Menschen Chance geben, sich fit machen für morgen und dementsprechend auch Chancengleichheit, Aufstiegschancen bekommen. Sonst, glaube ich, verpassen wir etwas, was eigentlich wir unsere Kinder nicht verdient haben. Viele Kolleginnen und Kollegen von uns, die jetzt in diesem Transformationsprozess wirklich besonders
davon besonders betroffen sind, auch nicht verdient haben. Sie haben sehr viel geleistet für dieses Land. Das haben sie auch verdient, dass sie fit gemacht werden, mitgenommen werden für die Zukunft. Vielen Dank an dieser Stelle, Dr. Merdad Payande nach Hannover. Und ich hoffe, Sie bleiben noch ein bisschen dabei. Verabschiede mich aber jetzt mal und schöne Grüße nach Hannover. Und ich danke Ihnen. Sehr gerne. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Wir starten gleich auch in die Pause. Bevor wir das aber tun, für alle Leute, die jetzt zwischenzeitlich vielleicht noch dazugekommen sind, ich habe eben gehört, es sind jetzt inzwischen tatsächlich 80 Leute. Wir haben ja am Anfang auch erklärt, dass wir hin und wieder mal so eine Interaktion mit euch machen. Und wir haben dazu auch eben am Anfang dieser Sendung eine Wortwolke gebaut. Und die wollen wir uns noch mal kurz angucken. Wir brauchen dafür ja immer unser Handy und gehen auf menti.com. Und da haben wir die Frage gestellt, welche Themen beschäftigen euch eigentlich? Und diese Wortwolke wollen wir uns jetzt noch mal angucken und schauen mal, ob sie kommt. Ja, da ist sie. Und da schauen wir nochmal drauf. Da hat sich natürlich in den letzten Minuten vielleicht auch nochmal einiges getan. Wenn sie noch offen ist, diese Frage, dann könntet ihr auf menti.com gehen, falls ihr noch nicht drin seid, mit dem Code 7116232. Und dann könntet ihr auch mitmachen und selber drei Schlagwörter nennen, was für ein Thema für euch besonders wichtig ist. Aktuell ist es Mitbestimmung, Tarifbindung, Corona, digitale Arbeit, mobiles Arbeiten. Und das ist, da hört dann schon fast meine Sehstärke auf. Mehr kann ich aus der Entfernung nicht mehr lesen. Ich hoffe, ihr könnt da noch mal ein bisschen mehr lesen und wir stellen das im Nachgang ja dann auch noch mal zur Verfügung. Und dann habt ihr noch mal die Möglichkeit, das Stimmungsbild auch noch mal in Ruhe zu durchdringen. So, jetzt kommen wir tatsächlich auch wieder ins Tun. Weil bevor wir jetzt in die nächste Pause oder die erste Pause starten, brauchen wir euch nochmal mit euren Handys für Menti auch. Und da dürft ihr jetzt gerne in der Pause schon mal eure Fragen stellen. Also was brennt euch unter den Nägeln? Was wollt ihr der Landesregierung eigentlich für Fragen stellen? Löchert sie gerne. Wir sammeln diese Fragen ein. Wir haben nach der Pause ein erstes Dialogforum, wo wir verschiedene Akteure der Landesregierung und der Gewerkschaften dann auch hier haben. Frau Grimm-Benne ist dann vor Ort hier im Studio und wir haben noch ein paar Kolleginnen zugeschaltet. Und da ist eben die spannende Frage, was wollt ihr denn eigentlich wissen? Dieses Dialogforum haben wir tatsächlich mit euren Fragen ganz am Ende dieser Sendung geplant. Das erste Dialogforum gleich nach der Pause, da haben wir schon ein bisschen vorgearbeitet. Aber es hilft tatsächlich, wenn ihr da jetzt einfach mal eure Fragen hinterlasst. Vorher würde ich sagen, wir schnaufen nochmal durch. Es ist jetzt 11:15. Ich würde sagen, wir verkürzen die Pause ein klein bisschen, weil wir hatten eigentlich geplant, dass wir um 11.15 Uhr wieder starten. Das fände ich jetzt aber tatsächlich zu lang, um euch wiederzusehen. Ich würde euch gerne schon ein bisschen früher wiedersehen. Deswegen würde ich sagen, krumme Zeiten kann man sich manchmal besser merken. Wir starten um 5 nach 11 wieder. Da sehen wir uns dann hier zurück im Studio. Bis dahin habt ihr Zeit für eine Biopause oder auch einen Kaffee zu holen, was zu trinken, einmal durchzuschnaufen. Bis gleich. 5 nach 11 geht es weiter. So, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Pause, habt euch mit Kaffee eingedeckt, mit Getränken. Und wir starten jetzt mit dem ersten Dialogforum. Wir wollen ins Gespräch kommen mit Vertreterinnen der Landesregierung, mit Vertreterinnen der Gewerkschaften und wollen ein paar Themen noch mal etwas detaillierter beleuchten. Ich begrüße sozusagen auf dem virtuellen Podium, das könnt ihr jetzt auch schon sehen, dazugeschaltet Eva Gerdt, GEW-Landesvorsitzende Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger, IG Metall Bezirksleiter für Niedersachsen und Bremen, Oliver Heinrich von der IG BCE, Landesbezirksleiter Nordost und natürlich bei mir im Studio Petra Grimm-Benne, Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration. Ja. So, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wir sehen uns alle im Bild und ich starte als erstes, wir hangeln uns mal ein bisschen der Reihe nach durch mit Eva Gerdt. Frau Gerdt, hallo. Sie sind ja Lehrerin und in Sachsen-Anhalt gibt es nur in 23% der Betriebe einen Betriebsrat. Im öffentlichen Dienst sieht das natürlich ganz, ganz anders aus. In deinem Organisationsbereich gibt es jetzt auch eine hohe Tarifbindung. Ist damit alles in Butter, würdest du sagen? Oder wie? Eva ist gerade rausgeflogen. Ah, ich sehe es. Ja, Eva ist nicht mehr da. Gut, dann machen wir das doch so. Wir wechseln einmal und starten mit Thorsten Gröger.
oder? Thorsten, bist du bereit? Sehr gerne, ja. Ja, sehr gerne. Super. Dann ziehen wir dich einfach vor. Ja, das machen wir jetzt einfach mal ganz spontan. Gut, wir wechseln kurz die Rollen. In Sachsen-Anhalt stehen Automobilzulieferer vor großen Herausforderungen. Das haben wir ja auch schon gehört. E-Mobilität ist hier ein großes Stichwort. Was heißt das eigentlich für die betroffenen Betriebsräte und was wünscht ihr euch oder auch die Betriebsräte, was wünschen die sich eigentlich von der Politik? Also vielleicht, bevor ich auf die Frage antworte, eine kleine Korrektur. Also unser Zuständigkeitsbereich erschließt sich über Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Insofern, was das hier auch ganz gut für Bremen ist, ein Kollege von mir zuständig. Ja, also Automobilzulieferer in Sachsen-Anhalt, was wünschen wir uns da? Vielleicht muss man erstmal sagen, von der Analyse der Situation her, aus IG Metall-Sicht ist es so, dass ja durchaus an ein paar Stellen auch jetzt Dinge entstehen, ich würde das jetzt mal so sagen, die man der zukünftigen Welt, wenn man das mal so ausdrücken darf, durchaus zuordnen kann. Das ist erstmal positiv, wobei, da wird ja Oliver sicher dann vielleicht auch nochmal was zu sagen, wir natürlich gemeinsam gucken müssen, wie wir auch die Frage der Gestaltung von guten Arbeitsbedingungen dort hinbekommen. Also es reicht nicht nur Erfolge zu feiern, dass Produktion zum Beispiel von Batterien angesiedelt wird, sondern wir müssen auch gucken, unter welchen Bedingungen arbeiten die Kolleginnen und Kollegen dort. Da denke ich, sollten wir alle gemeinsam, da blicke ich auch in Richtung Politik, die Lehren auch ziehen, beispielsweise was die Windenergie angeht. Ich nenne das Stichwort Enercon an dem Punkt. So, dann haben wir aber die sozusagen Welt von heute, wo viele Kolleginnen und Kollegen bei Betrieben von Automobilzulieferern arbeiten und nach unserer Analyse deren Arbeitgeber noch keine wirkliche Idee haben, wie sie sich denn auf die zukünftigen Technologien einstellen. So, wir wissen alle, dass der Abschied, egal jetzt mal, wie man das bewertet, vom Verbrenner sukzessive eingeläutet ist, hin zu anderen Antriebstechnologien. Und natürlich machen sich die Kolleginnen und Kollegen, die in Unternehmen arbeiten, die von dieser Technologie abhängig sind, Gedanken, wie sicher ist denn mein Arbeitsplatz in der Zukunft? So, und wenn das Unternehmen selber keinen wirklichen Plan darlegen kann, mit welchen Geschäftsmodellen, mit welchen Technologien sie in die Zukunft gehen wollen, dann können wir uns gut vorstellen, dass die Kolleginnen und Kollegen natürlich in Sorge sind. So, und da würden wir uns, die Frage war ja, was wünschen wir uns auch von Politik, wünschen, dass da Politik stärker einen solchen Prozess moderiert, also dass die Tarifvertragsparteien, also die Unternehmen, wir, die Betriebsräte, an einen Tisch geholt werden und wir überlegen, wie ist der Stand, wir aber auch überlegen, welche Unterstützungsangebote können den Unternehmen, aber auch welche Beratungs- und Unterstützungsangebote können den Kolleginnen und Kollegen in den Betriebsräten gemacht werden, um diesen Prozess so zu gestalten, dass morgen möglichst viel von den heutigen Strukturen, von den heutigen Standorten und vor allem von den heutigen Arbeitsplätzen auch erhalten bleiben. Also da muss ein, wir nennen das mal ein Dialogformat auf den Weg gebracht werden, wo sich alle Beteiligten darüber unterhalten, was notwendig ist. Okay, ein Dialogformat. Frau Grimm-Benne, ich schaue mal zu Ihnen. Ist sowas in Planung? Haben Sie das auf dem Schirm? Wir haben das sogar schon sehr konkret auf dem Schirm. Wir wollen den Strukturwandel jedenfalls vom Ministerium in einem Bereich der Arbeitsgruppe, die sonst gebündelt werden bei der Staatskanzlei, um zu gucken, wie müssen wir bestimmte Strukturen entwickeln, haben wir den Arbeitsbereich bekommen, Fachkräftesicherung und Bildung. Und wir haben schon von vornherein gesagt, dass wir auf jeden Fall dort die Gewerkschaften mit dabei haben wollen, auf gleicher Augenhöhe, um mit ihnen zu beraten, wie kann man das tatsächlich so gestalten. Und wir wollen ja insbesondere auch Industriearbeitsplätze erhalten, gute Arbeitsplätze erhalten. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass das, was hier eingefordert wird, dann auch tatsächlich umgesetzt ist. Und das ist fest vereinbart. Das wissen die Kollegen auch bereits, dass sie dann in dem Bereich dann auch mittun sollen. Okay, gut. Da ist an der Stelle gut, dass wir auch den Dialog hier sichergestellt haben. Und ich heiße nochmal herzlich willkommen zurück, Eva Gerd. Ich habe gehört, der Strom ist ausgefallen im ganzen Haus. Du bist jetzt per Handy zugeschaltet. Wir bleiben aber erstmal noch bei Thorsten Gröger bei dem Thema und kommen dann später wieder zu dir zurück.
So, eine nächste Frage an Thorsten Gröger. Und zwar, viele Menschen denken vielleicht auch, Tarifbindung sei nur was für große Konzerne oder Großunternehmen. Wie kann man jetzt eigentlich schaffen, dass kleine und mittelständische Unternehmen in Sachsen-Anhalt auch einen Tarifvertrag erhalten? Das Mikro, genau. Ja, genau, das Mikro. Genau, also erstmal haben ja aus unserer Sicht natürlich auch Kolleginnen und Kollegen in kleineren Betrieben das Recht, zu guten, tariflich geregelten Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Und insofern, glaube ich, müssen wir alle gemeinsam das nach vorne stellen. Und ich sag mal, bei allen Entscheidungen, die getroffen werden, muss das im Blick sein. Also wenn ich jetzt auf Richtung Politik gucke, dann muss insbesondere bei der öffentlichen Vergabe die Frage der Tarifbindung im Blick sein. Und das müsste unabhängig von der Größe des Unternehmens sein. Gleiches gilt bei der Frage von Fördergeldern, die vergeben werden. Also ich will ausdrücklich sagen, dass wir da in der Kommunikation oder die Landesregierung mit uns in der Kommunikation schon sehr gut ist, was die Frage angeht, wo auch Fördergelder hingehen. Trotzdem sind wir da immer hinten dran, wenn Entscheidungen schon getroffen sind. Und da ist dann schon das ein oder andere prominente Beispiel da, wo dann auch Gelder ausgereicht werden an Unternehmen, die sich sozusagen in der Konkurrenz einen schlanken Fuß machen und sich nicht um die Tarifbindung kümmern. Das wäre eine Möglichkeit. So, und ich gucke aber natürlich auch auf uns selber. Also klar ist, und das zeigen auch viele Erfolge in den vergangenen Jahren, weil wir haben in den vergangenen Jahren das IG Metall gerade in Sachsen-Anhalt echt riesige Fortschritte gemacht, was die Ausweitung der Tarifbindung angeht. Im Übrigen ja gegen einen Trend, den wir irgendwie bundesweit insgesamt haben, was das Thema angeht. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Belegschaften selbstbewusster die Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen in die Hand genommen haben. Also sprich, sie haben sich in vielen Bereichen gewerkschaftlich organisiert und haben sich auch getraut, zu mobilisieren für das Thema, sich einzusetzen. Und so kommen wir nach vorne. Das ist das richtige Rezept, das in die Hand nehmen, anpacken. Anpacken. Corona haben wir ja jetzt auch gemerkt, seit den letzten Monaten ist für das Thema Digitalisierung tatsächlich ein Brandbeschleuniger. Wie können eigentlich aus deiner Sicht Betriebsräte jetzt bei der Gestaltung dieser neuen Welt eigentlich mitmischen? Also genau, Brandbeschleuniger ist eigentlich der richtige Ausdruck. Also wir sind im Moment ja in einer Ausnahmesituation, aber es zeigt sich eben, dass die Transformation, dass der Strukturwandel und eben auch der digitale Strukturwandel, dass der jetzt nochmal sozusagen richtig an Dynamik gewonnen hat, auch durch die Situation. Und nach unserer Einschätzung oder Überzeugung ist es so, dass wir auch die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte anpassen müssen, ausbauen müssen in Richtung entsprechender Einflussmöglichkeiten der Gestaltung der Transformation, übrigens nicht nur der digitalen Transformation. Das heißt, wir brauchen quasi eine transformationsfeste Mitbestimmung, die die neuen Technologien im Blick hat, die aber auch ein Thema, was ich zur ersten Frage schon genannt habe, im Blick hat, dass nämlich die Beschäftigten wie kein anderer ein Interesse daran haben müssen, dass ihre Unternehmen sich mit den entsprechenden Technologien auch zukunftsfähig aufstellen. So, und da, wo Unternehmen das vernachlässigen, müssen Betriebsräte auch Initiativrechte haben im Rahmen der Mitbestimmung, das auf den Weg zu bringen, was für die Zukunft notwendig ist, wenn es die Arbeitgeber nicht machen. Ich nenne das mal beim Beispiel, dass man ins Gespräch kommt, was zukunftsfähige Geschäftsmodelle und Produkte angeht, aber auch ins Gespräch kommt, was eben zukunftsfähige Arbeitsweisen, Produktionsweisen angeht und eben auch Initiativrechte bei der Frage, die Belegschaften mit einer guten Qualifizierung auch fit zu machen für die Herausforderungen, die veränderte Arbeitswelt der Zukunft mit sich bringen. Nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Also da kommen wir dann wieder auf das Thema Bildung und lebenslanges Lernen zu sprechen. Vielen Dank, Thorsten Gröger von der IG Metall, Bezirksleiter für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Jetzt habe ich es hoffentlich richtig gesagt. So, und wenn wir über das Thema Bildung sprechen, dann gucke ich wieder ganz schnell zu Eva.
Eva, Lehrerin, du bist wieder da. Ich hoffe, die Verbindung ist jetzt dieses Mal stabil. Ich habe eben schon gesagt, 23% der Betriebe haben einen Betriebsrat in Sachsen-Anhalt. Im öffentlichen Dienst sieht das ein bisschen anders aus. Würdest du jetzt damit sagen, dass da alles in Butter ist? Oder wie schätzen eigentlich die Personalräte die Akzeptanz ihrer Arbeit ein? Ja, es geht ja nicht nur um die Personalräte. Da sind wir tatsächlich ein bisschen besser dran als die freien Träger, die freien Schulen und die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Haben wir genügend Personalräte und da funktioniert auch die Mitbestimmung. Aber die funktioniert natürlich auch nicht immer so, wie man sich das Ganze vorstellt, dass man eben tatsächlich bei allen Sachen beteiligt wird. Auch Personalräte müssen manchmal ihre Mitbestimmung heftiger einfordern. Sie müssen manchmal vor Gericht ziehen, um die Mitbestimmung einzufordern, um dann entsprechend auch zu Vereinbarungen, Dienstvereinbarungen, für anderen Klarheiten zu kommen. Aber wir haben natürlich auch im Bereich der freien Träger, der freien Schulen und der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe genau die gleichen Probleme, die eben auch schon besprochen wurden. Es werden Betriebsratswahlen behindert, es werden Betriebsräte manchmal einfach nur verhindert. Das Kollegium wird entsprechend unter Druck gesetzt. Und wie gesagt, es gibt auch Arbeitgeber, die versuchen, Betriebsratsarbeit auf die Art und Weise auszuhebeln, indem sie einfach nicht die Zeit zur Verfügung stellen. Gerade in Kindereinrichtungen ist es natürlich so, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt zum Betriebsrat, ich muss jetzt los. Und dann kommt mal schnell die spitze Frage, die vielleicht jeder unserer Kolleginnen und Kollegen auch kennt, was du willst jetzt zum Betriebsrat und wir sollen deine Arbeit mitmachen. Das gibt es natürlich auch und da muss man natürlich auch rechtzeitig einen Riegel vorschieben und muss manchmal auch als Gewerkschaft eben agieren. Frau Krambenne, ich schaue mal eben zu Ihnen. Kennen Sie solche Methoden oder ist Ihnen das komplett neu, sowas zu hören? Nein, natürlich gerade in dem Bereich Kindertagesstätten und im ganzen Kinder- und Jugendhilfebereich ist die Personaldecke ja total eng. Wir streiten ja, laufen mit Eva auch darüber, wie muss ein tatsächlicher Personalschlüssel eigentlich da sein und ist so etwas wie eingerechnet, wenn jemand sich weiterqualifiziert, wenn zum Beispiel notwendige Betriebsratsarbeit ist, da muss man ja auch freigestellt werden von einem Dienst. Das ist ja im Augenblick in unseren Berechnungen immer noch nicht eingepreist, weil wir da auch natürlich noch mehr Player drin haben, nicht nur das Land, sondern auch den Städte- und Gemeindebund und den Landkreistag, der natürlich sagen, das wird einmal alles viel, viel teurer. Aber im Grunde genommen kenne ich das sehr wohl. Und ja, das macht es auf der einen Seite auch schwierig. Was haben wir vom Land her getan? Wir haben zumindest zugesehen, dass wir Tarifbindung, dass wir das in unseren Pauschalen, jedenfalls in unseren Personalkosten auch immer mit einpreisen, dass wir sagen, wir erkennen das an, dass das für eine wichtige Arbeit ist. Und ich glaube, gerade in dem Erzieherinnenbereich muss man ja auch mal sagen, da habt ihr euch ja zumindest im kommunalen Bereich auch eine Menge erstritten, erkämpft. Und von daher denke ich, ist das schon gut, auch in dem Bereich gute Bereiche zu haben. Und die freien Träger haben davon ja auch profitiert, weil sozusagen ja dann fast der gleiche Tarif dann ja auch in dem Bereich dann gezahlt werden kann. Mhm. Eva, was sind eigentlich aktuell die wichtigsten Herausforderungen für die Personalräte im öffentlichen Dienst? Und ich frage da auch nochmal ganz explizit, welche Unterstützung wünscht ihr euch von der Politik? Also Petra Krambenne hat mir ja eben auch ein Stichwort geliefert. Die Corona-Prämie, die wir für den öffentlichen Dienst erreicht haben, das ist natürlich auf jeden Fall eine gute Sache, die auch unseren Kolleginnen und Kollegen unmittelbar zugutekommt. Der Punkt ist, dass das zugrunde liegende Gesetz, das also erlaubt, Corona-Prämien steuerfrei und auch sozialversicherungsfrei auszuzahlen, also dass sozusagen der gesamte Betrag unseren Kolleginnen und Kollegen zugutekommt, dass dieses entsprechende Gesetz tatsächlich ausläuft. Das heißt, für den öffentlichen Dienst ist das tatsächlich erreicht. Und für etwa die Hälfte der Beschäftigten im sozialen Erziehungsdienst in Sachsen-Anhalt, denen kommt diese Corona-Prämie nicht zugute, weil sie letztendlich eben nicht im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, sondern bei freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe. Aber auch diese Kolleginnen und Kollegen stehen natürlich an vorderster Front. Sie stehen unmittelbar den Kindern gegenüber. Das ist ja sozusagen, wenn die Frage jetzt nach den Herausforderungen kommt, eine unserer ganz wichtigen Herausforderungen in Schule und Kindereinrichtungen, ob öffentlich oder mit freier Trägerschaft.
Man steht zurzeit an vorderster Front. Man steht mehr oder weniger ohne Schutz mit der Allzweckwaffe Lüften hier vor den Kindern, muss sich mit Eltern auseinandersetzen, muss Hygienekonzepte schreiben und so weiter. Also es ist auch für den öffentlichen Dienst oder für die Kolleginnen und Kollegen in den Kinder- und Jugendeinrichtungen und auch in den Schulen eine Riesenherausforderung. Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, diese Corona-Prämie einfach auf andere Träger zu übertragen, ist im Moment nicht allzu einfach. Wir haben zwar noch einen guten Tarifvertrag mit dem paritätischen Verband und sind da auch in entsprechenden Tarifverhandlungen, aber wie gesagt, das entsprechende Gesetz, was hier zugrunde liegt, dass man wirklich steuer- und sozialversicherungsfrei auszahlen kann, das gilt nur bis Jahresende. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kriegen wir es gemeinsam zustande? Und das wäre vielleicht auch eine Frage, die an Petra Krimbenne geht. Wie kriegen wir es gemeinsam zustande, dass eine solche Corona-Prämie tatsächlich bei allen ankommt, die hier an vorderster Front stehen und die natürlich genauso diese Corona-Prämie verdient haben. Für Tarifverhandlungen bleibt uns leider wenig Zeit. Wir müssen versuchen, da auch ja, durchaus mal eine unkonventionelle Lösung zu finden. Ja, ich gebe die Frage direkt weiter. Also ich war jetzt am Anfang sehr kritisch damit, dass sozusagen für den einen Bereich, nämlich die Pflegekräfte, diese Prämie ausgereicht worden ist und man dann mühevoll geguckt hat, sind nicht noch andere systemrelevante Gruppen genauso berechtigt, diese Prämie zu erhalten. Ich finde Prämie an sich, wir werden immer Gruppen haben, wenn wir diese Prämie auf alle Bereiche ausdehnen. Wir werden immer wieder Gruppen haben, die sagen, ja, ich habe doch genauso in dem gleichen Bereich mehr als alle anderen in Corona-Zeiten gearbeitet. Und deswegen ist an sich die Prämie, wie ich finde, ungerecht, jedenfalls sozusagen so zu auszuzahlen. Ich fände es jedenfalls besser, und das haben ja auch die Tarifverhandlungen zumindest für den Bereich der öffentlichen Krankenhäuser mitbekommen, wenn man das sozusagen in den Tarifverhandlungen doch noch mit rein verhandelt. Und ich finde, das muss auch die Zukunft sein, dass sowas, solche Situationen von den Tarifpartnern festgelegt werden und ausgezahlt werden. Ich will meinen ganzen Einzelhandelbereich sagen, die ganzen Verkäuferinnen, die schon seit Anbeginn auch an Wochenenden und darüber hinaus ja auch vielen ausgesetzt waren, die müssen im Grunde genommen genau in den gleichen Bereich reinkommen. Und so könnte man das immer weiter ausdehnen. Also ich finde, wir brauchen eher vernünftige Verträge, in denen solche Belastungszeiten eben auch eingepreist werden. Also klare Linie da an der Stelle. Eva, noch eine Frage zu dem privaten Sektor, den ihr ja auch organisiert im Sozial- und Erziehungsbereich. Wie ist dort eigentlich die Situation für Betriebsräte? Zum Teil gut, zum Teil nicht so gut. Das hängt auch immer ein bisschen von dem entsprechenden Träger ab. Wir haben jetzt als GEW zum Beispiel Tarifverhandlungen vor mit einem kleineren Träger hier in Sachsen-Anhalt. Und da stellt sich der Arbeitgeber wirklich richtig quer. Er verlangt von den Gewerkschaften, dass wir nachweisen, und zwar notariell nachweisen, dass wir tatsächlich Mitglieder in diesem Bereich haben. Und nur dann wäre er zu Tarifverhandlungen bereit. Also auch das ist, auch mit sowas schlägt man sich praktisch rum als GEW. Die Belegschaft wird dort erheblich unter Druck gesetzt. Also insofern sind wir hier auch im schwierigen Fahrwasser. Andererseits, ich habe das vorhin schon angedeutet, gibt es natürlich einen guten, einen großen Tarifvertrag für ca. 5.000 Beschäftigte, unter dessen Dach sich ca. 30 Arbeitgeber versammeln, der auch für den Kinder- und Jugendhilfebereich beispielgebend ist, in Sachsen-Anhalt einen guten Tarifvertrag mit der Paritätischen Tarifgemeinschaft. Wo man durchaus recht schnell und recht gut und auch durchaus konstruktiv schnell ins Gespräch kommen kann. Da diskutieren wir auch derzeit über diese Corona-Prämie. Also ich denke, da sind wir auch auf einem guten Weg. Wir haben also so solche und solche. Und es gibt auch noch ein Phänomen jetzt, was man vielleicht auch einfach ansprechen sollte. Wir haben ja Fachkräftemangel im Sozial- und Erziehungsdienst
Und viele Arbeitgeber merken das natürlich, dass es der Fachkräftemangel ist und versuchen dann, indem einfach mehr Geld gezahlt wird, ohne Tarifvertrag mehr Geld gezahlt wird, versuchen dann sozusagen die Tarifbindung zu umgehen und sagen, wir zahlen euch doch das Geld, was wollt ihr denn? Ihr braucht doch eigentlich keine Tarifbindung. Also in diesen Zeiten sozusagen einfach ein bisschen mehr Geld. Wenn man keinen Fachkräftemangel hätte, wahrscheinlich ein bisschen weniger Geld. Das ist für mich immer noch eine Entscheidung nach Gutsherrenart. Und ich denke, das kann so nicht stattfinden. Und es gibt doch einen namhaften Träger in Sachsen-Anhalt, der kein kleiner Träger ist, der genau diese Taktik fährt. Und auch darüber könnte man vielleicht mit der Sozialministerin noch mal ins Gespräch kommen, dass man auch hier versucht, Tarifverträge tatsächlich entsprechend zu erreichen. Und eine Frage habe ich noch, wenn ich die noch loswerden darf. Wir haben also gerade für die Kindereinrichtungen, sowohl im öffentlichen Dienst als auch bei den freien Trägern, ein Problem, dass wir uns im Moment auch in Corona-Zeiten mit dem einheitlichen Handeln der Gesundheitsämter herumschlagen. Wir hören immer wieder, dass Einrichtungen zum Beispiel nicht informiert werden, wenn die Eltern infiziert sind, wenn die Eltern in Quarantäne müssen. Dass also möglicherweise das Kind dann tatsächlich in die Kita geschickt wird. Und das ist auch etwas, wo unsere Kolleginnen und Kollegen praktisch vor Ort dann immer eine Entscheidung fällen, ja, was machen wir denn jetzt mit dem Kind? Isolieren wir das? Schicken wir das wieder nach Hause? Was sagt das Gesundheitsamt dazu? Also hier würden wir uns sozusagen im Interesse unserer Kolleginnen und Kollegen auch eine bessere Zusammenarbeit wünschen, dass also die Gesundheitsämter dann auch die Einrichtungen entsprechend informieren oder halt die Träger informieren. Mhm. Das ist jetzt eine ganz aktuelle Frage, die natürlich in diesen Zeiten wichtig ist. Wie geht man da prozessual mit um? Haben Sie da eine Antwort drauf auf diese Frage? Naja, wir sind ja über den Pandemiestab mit allen Gesundheitsämtern laufend als Fachbehörde nicht nur im Gespräch, sondern arbeiten ja auch über Erlasse und über Empfehlungen. Und auch gerade in dem Kita-Bereich haben wir ja nochmal gesagt, dass wir einheitliche Verfahren machen. Auf der anderen Seite, das werden wir heute auch nochmal besprechen, wissen wir, dass unsere Gesundheitsämter im Augenblick personell hinsichtlich der gestiegenen Zahlen auch überfordert sind. Und wir sind ja gerade dabei, sowohl mit der Bundeswehr Mitarbeiter zu helfen und auch mit Mitarbeitern der Landesverwaltung, damit tatsächlich solche Möglichkeiten der Beratung und der Einzelfälle nochmal möglich ist und nicht nur die Gesundheitsmitarbeiter, Amtsmitarbeiter völlig überfordert sind mit der Flut an Fragen. Da bitte ich einfach auch um Verständnis, das weiß Eva Gerd auch, dass im Augenblick die mit ganz vielen Sachen zu tun haben. Denn ich sag mal, es ist ja nicht nur allein, dass die beiden in Quarantäne, die Eltern gesetzt werden und man guckt, wie man das mit den Kindern macht. Die müssen ja auch ganz andere Quarantäneanordnungen machen. Und ich bitte einfach um gegenseitiges Verständnis. Wir sammeln das, ich nehme das auch nochmal mit, dass wir das nochmal beraten und hoffe da auch auf Besserung. Okay, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch Eva Gerd für die Fragen und auch die Einblicke in Ihre Arbeit, in deine Arbeit. Und damit kommen wir zum nächsten Gesprächspartner. Das ist Oliver Heinrich von der IGBCE. Und ich hoffe, die Verbindung hält jetzt weiterhin stabil. Sachsen-Anhalt gehört ja zu den Kohleausstiegsländern tatsächlich und damit gehen natürlich gute Arbeitsplätze auch mit Tarifbindung verloren. Und da ist jetzt die gute Frage, wie wird sich das in der Zukunft entwickeln und wie gehen eigentlich die Kolleginnen und Kollegen damit um? Was ist deren Wunsch an die Politik? Ja, erstmal schönen guten Tag von mir auch in die Runde. Merdat hat das ja heute schon in seinen Eingangsworten gesagt, Thorsten hat auch was dazu gesagt. Der Schlüssel ist natürlich, die Frage, neue Arbeitsplätze zu generieren, die unseren Kriterien von guter Arbeit entsprechen. Und ich sage mal, wir reden hier zwar über einen Strukturwandel in der Braunkohleregion, aber wir stehen ja vor viel größeren Strukturwandeln vor uns. Wenn man also da davon ausgeht, dass wir eine emissionsfreie Industrie vor uns haben, dann sind ja auch ganz andere Industriebereiche zukünftig noch betroffen, die chemische Industrie, aber gerade wenn ich zu Thorsten rüberschaue, natürlich die Automobilindustrie und vor allen Dingen wir in Sachsen-Anhalt auch die viele Automobilzulieferindustrie. Und deswegen wird der Schlüssel sein, wie kriegt man Arbeitsplätze zu guter Arbeit hin? Da ist schon eine ganze Menge gesagt worden. Ein zweiter wichtiger Punkt, den ich gern an der Stelle nochmal besonders anmerken möchte, ist eben die Frage auch von Fachkräften und wie man diesen Transfer der heutigen Beschäftigten in Industriebereichen, ich will jetzt nicht sagen der alten Art, aber in den heutigen Bereichen hat in Berufsfelder reinbekommt, die morgen und übermorgen entstehen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Ich habe das immer im Tagebau ganz witzig gesagt. Also wie kann man vielleicht heute Leute, die also im Tagebau Lok fahren, dann irgendwie bekommen, dass sie dann zukünftig Bahn fahren. Aber wir werden vielleicht zukünftig gar nicht mehr Lokführer haben, sondern selbstfahrende Züge haben. Also das heißt, wie entwickeln wir
diesen Transfer, das ist eine der größten Herausforderungen. Das ist eigentlich auch vor allem mit Blick auf die junge Generation wichtig, da eben auch Antworten zu finden. Mhm. Ich hänge gerade noch an dem Thema Lokführer und autonomes Fahren. Ich glaube, da sind wir tatsächlich noch ein Stückchen weiter entfernt. Aber der Kohleausstieg ist ja auch ein langer Prozess. Von daher wird sich da viel entwickeln. Ja, das stimmt. Die IGBCE, die macht ja auch gerade bei dem Thema Bildung so ein Projekt, habe ich gelesen. Bildung von Betriebsräten soll da nochmal gezielt gefördert werden. Welche Erfahrungen machen die Kolleginnen und Kollegen denn eigentlich dabei? Naja, wir sind ja jetzt, uns ist das diesem Jahr nochmal ganz besonders bewusst worden. Wir haben ja am 1. Juli 2020 30 Jahre Betriebsverfassung in unserem Landesbezirk und in unserem Land hier gefeiert. Und mir ist aufgefallen, wenn ich jetzt nochmal so zurückblicke, vor allen Dingen auf die letzten Jahre, dass viel zu viele Arbeitgeber im Osten auf Krawall gebürstet sind und glauben, dass man Geschwindigkeit am besten erreicht, wenn man die Kultur der Arbeit weniger demokratisch und mehr autoritär organisiert. Und jetzt ist ja die Frage, wie bekommen wir, da gehört ja auch zu guter Arbeit eben doch Mitbestimmung, wie bekommen wir den Grundsatz aus der Betriebsverfassung, in dem da jetzt steht, da wären Betriebsräte oder sind Betriebsräte zu wählen, und das ist jetzt nicht einfach nur so ein Freiwilligenprogramm, wie bekommt man das umgesetzt? Ich glaube, da gibt es zwei Schlüsselstellen. Die erste ist mit Blick auch an die Justiz und an die öffentliche Hand, dass man also da, wo eben Betriebsratswahlen behindert werden, wo Betriebsräte behindert werden, wo betriebsratliche Arbeit auch gestört wird, dass man das halt viel stärker verfolgen muss. Da haben wir in unseren Erschließungsprojekten in den letzten Jahren gemerkt, dass es da eine ganze Menge Defizite gibt. Also viele Staatsanwaltschaften noch nicht mal vom Betriebsverfassungsgesetz was gehört haben, das eine. Und zum anderen der Appell von hier, vor allen Dingen an die Beschäftigten, den Mut, den es 89, 90 gab, zu einem ganzen Systemwandel zu kommen, dass man diesen Mut jetzt auch unter dem Fachkräftemangel durchaus jetzt auch nimmt und sagt, wir wollen stärker unsere Interessen durchsetzen, wir wollen Betriebsräte wählen, wir wollen uns für Tarifbindung und Tarifverträge einsetzen. Da hat Thorsten ja auch was gesagt, es ist ja nicht ein Selbstläufer, dass man da nur von der Politik irgendwie was macht, sondern die Leute müssen sich ja organisieren. Und dass man damit gemeinsam einfach die Arbeitsbedingungen hier im Osten voranbringt. Und ich glaube, gerade Sachsen-Anhalt mit der großen Industriestruktur, die wir haben, im Vergleich auch zu den anderen neuen Ländern, hat da die besten Voraussetzungen. Mhm. Schichtarbeit ist so ein großes Thema auch in Sachsen-Anhalt. Im Index Gute Arbeit konnte man das auch lesen für 2020. Wie kann eigentlich Schichtarbeit gut organisiert werden und was können Betriebsräte da gezielt zu beisteuern? Also gerade bei der Arbeitszeitgestaltung haben ja die Betriebsräte durch das Betriebsverfassungsgesetz umfangreiche Angriffsmöglichkeiten und Regelungsmöglichkeiten. Aber wir merken auch in der Praxis, gute Arbeit und ich sage auch gute Schichtarbeit kann man nur da organisieren, wo es auch gute tarifliche Rahmenbedingungen gibt, weil die Tarifvertragsparteien eben genau die Rahmenbedingungen in ihren Tarifverträgen regeln. Habe ich keinen Tarifvertrag, dann habe ich als Betriebsrat, selbst wenn es mal einen gibt, kaum Anknüpfungspunkte, da gute Regelungen zu finden. Und gerade wir haben ja hier in der chemischen Industrie einige Vorreitergeschichten gemacht. Wir haben ja durch unsere Arbeitszeitverkürzung, die wir umgesetzt haben, den Tarifvertrag Potsdamer Modell, aber auch jetzt unseren neuen Tarifvertrag Moderne Arbeitswelt, wo wir versucht haben, viel stärker auch über Lebensphasen orientiert Arbeitszeit zu gestalten. Das ist ja auch ein Instrument für Schichtarbeiter, weil nicht jeder kann nach der Ausbildung in Schichtarbeit sofort starten, oder das kann sicherlich auch jeder, aber hält das dann bis 67, bis zum Rentenbeginn durchaus durch mit der Belastung. Und wie kann man eben im Rahmen dieses Prozesses von der Ausbildung bis hin zur Rente seine Arbeitszeit durchaus stärker jonglieren, stärker variieren? Das ist ein wichtiger Punkt. Das haben wir in Tarifverträgen durchgesetzt. Aber auch da gilt, die gelten erstmal nur da, wo wir tarifgebunden sind. Und deswegen ist der Gesetzgeber gefragt, uns da bei der Tarifbindung zu unterstützen. Ein paar Sachen haben wir ja heute schon gehört. Ich sage nur das Stichwort Vergabe. Zweites Themenpunkt, den wir heute noch gar nicht gehört haben, ist aus meiner Sicht eben auch darüber nachzudenken, wo man im Gesetz eben auch tarifliche Anreize schaffen kann. Wir haben das ja zum Beispiel bei der Zeitarbeit schon gefunden, aber gibt es auch andere Sachen, also gerade auch mit Blick aufs Arbeitszeitgesetz oder ähnliche Punkte, immer wieder zu sagen, das gibt man, wenn man da abweichende Sachen vom Gesetz regeln will, dann geben wir das in die Hände der Tarifvertragsparteien. Das gibt uns ein Instrument, mit Arbeitgebern da tarifpolitisch nochmal viel besser voranzukommen.
Vielen Dank, Oliver Heinrich. Und ja, ich habe noch eine letzte kurze Frage an alle drei von euch, weil jetzt haben wir ja quasi die Möglichkeit, die Ministerin steht hier und deswegen vielleicht in kurzen, knackigen Worten, dann kann sie gleich auch noch mal ihren Wunsch vielleicht loswerden. Was wäre denn euer Wunsch eigentlich an die Landesregierung oder auch an die zukünftige Landesregierung? In kurzen, knappen Worten. Oliver, vielleicht machst du mal den Start. Also ich habe die Worte des Ministerpräsidenten, die er heute gesagt hat, klangen sehr wohl. Wir wollen Tarifbindung und wir wollen Betriebsräte in unseren Betrieben. Das muss Doing in der gesamten Landesregierung sein. Das muss auch, glaube ich, ein Schwerpunkt jetzt in der Landtagswahl Landtagswahl dann auch sein. Und das muss man vorantreiben. Okay, also da auch die Worte zu Taten werden lassen. Genau. Dann frage ich mal die Eva. Eva, hast du in einem kurzen Satz einen Wunsch? Also eigentlich so was Ähnliches. Der öffentliche Dienst wird meistens aus Steuergeldern finanziert. Und da, wo Steuergelder, wo öffentliche Gelder verwendet werden, fordern wir natürlich Tarifbindung ein. Und da müsste sich die Landesregierung tatsächlich noch ein Stückchen bewegen, damit wir diese Tarifbindung auch bei allen Trägern, auch in der Kinder- und Jugendhilfe, bei den freien Schulen und so weiter erreichen. Im öffentlichen Dienst haben wir weniger das Problem, aber wir haben natürlich das Problem bei den Freien. Und einen zweiten Wunsch, wenn ich den äußern darf, bitte, bitte, bitte vergesst nicht, vergessen Sie nicht den Arbeits- und Gesundheitsschutz für unsere Kolleginnen und Kollegen, die an den Kitas und Schulen sozusagen an vorderster Front stehen. Das wäre mir sehr, sehr wichtig, dass das nochmal sehr, sehr deutlich gesagt wird. Also ein Wunsch aufgrund der aktuellen Situation. Nochmal vielen Dank, Eva. Und dann letzter Wunsch nochmal von Thorsten Gröger von der IG Metall. Wunsch, dass wir hier noch Wünsche frei haben. Das ist ja klasse. Ja, also ich fänd gut, wenn, und da sind wir ja auch schon unterwegs, aber wenn sozusagen seitens der Landesregierung quasi sowas wie eine Kultur der guten Arbeit, eine Kultur des Ausbaus der Mitbestimmung ausgestrahlt würde, an jeder Stelle, wo das möglich ist. Und so wie die beiden Kolleginnen und Kollegen schon gesagt haben, auch im praktischen Handeln gezeigt würde. Und ich würde mir angesichts der großen Herausforderungen und der Unsicherheiten, die das zum Teil ja auch mit sich bringt, was den Strukturwandel, was die Transformation angeht, dass die Beschäftigten und dass die Betriebsräte bei diesen Veränderungsprozessen bestmöglich unterstützt werden. Okay, vielen Dank. So, jetzt ist das ja so mit Wünschen. Man kann sich vieles wünschen, ob die tatsächlich in die Tat umgesetzt werden, ist nochmal, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber ich frage mal genau andersrum, weil es ist ja auch manchmal hilfreich, dass man vielleicht aus der Politik einen Wunsch heraus hat, um die Zusammenarbeit zu verbessern, wenn man dann doch letztendlich das gleiche Ziel hat. Was wäre denn eigentlich Ihr Wunsch, Frau Grimbenne? Mein Wunsch, wenn ich es mal ganz konkret wäre, im Augenblick, dass wir die Wirtschaftspolitiker der CDU-Landtagsfraktion wegbekommen von dem autoritären Stil und dass man sozusagen hier mal hart durchgreifen muss und dass wir die davon überzeugen können, dass tatsächlich tariftreue Mitbestimmung und auch eine Landesvergabe, die an an Tarifverträgen geknüpft ist, dass wir sie davon überzeugen. Ich habe da jetzt keinen Wunsch, ich habe eigentlich nur noch mal eine Bitte, vielleicht lohnt es sich ja nochmal Kraftanstrengungen zu machen. Ihr kennt alle diejenigen, die das sehr kritisch sehen. Und wenn das so weitergeht, werden wir das Landesvergabegesetz und das Tariftreuegesetz nicht mehr in dieser Legislaturperiode bekommen. Und das muss man auch so ehrlich zueinander sein und wir bemühen uns da sehr. Der Ministerpräsident und ich sind da, glaube ich, ziehen an einem Strang. Ob das für alle Ministerkollegen gilt, da gibt es schon Unterschiede. Und das eint uns im Augenblick in der Landesregierung weniger. Also ich habe auch einen Wunsch, helft mir noch mal ein bisschen mehr mit an bestimmten Stellen, dass das doch noch nichts Unanständiges ist, wenn man sowohl Gewerkschaftsmitglied ist, als auch wenn man sich für Betriebsräte einsetzt. Und das kann ich nochmal, Eva Gerd, auch für den öffentlichen Bereich sagen. Es ist auch in Krankenhäusern, egal welcher Couleur, immer sehr schwierig, auch da Tarifbindung und solche Dinge durchzubekommen, weil es dann ja immer heißt, es geht alles auf Kosten des Landeshaushaltes. Aber das sind wichtige Dinge, um wirklich unsere Fachkräfte hier im Land zu halten. Und ich fand, das war vorhin toll gesagt worden, ich habe auch Lust, noch ein bisschen mitzuspielen, auch vielleicht in der nächsten Legislaturperiode. Und es würde mir gut gefallen, Sachsen-Anhalt wäre nicht im unteren Mittelfeld, sondern wir könnten mal sagen, bei uns ist die Musik und wir spielen auch mal erste Geige. Okay. Das ist vielleicht ein bisschen...
Schön, schön einfacher Bild. Wunsch hier. Schönes Bild, aber mit der ersten Geige spielen, ja. Vielen Dank an alle Panel-Teilnehmer. Das war das erste Dialogforum. Herzlichen Dank für diese Diskussion und für das Wünsche-Austauschen oder auch Austauschen von Erwartungen, kann man ja auch sagen. Und jetzt starten wir gleich wieder in eine Pause. Bevor wir das aber tun, möchte ich noch einmal kurz hinweisen. Wir haben schon einige Fragen von Ihnen bekommen. Ich habe eben gehört, es sind jetzt schon ungefähr 30 Fragen eingegangen. Was jetzt passiert in der Pause ist, wir nehmen uns jetzt die Zeit, diese Fragen nochmal zu ordnen, zu clustern und dann in Ihrem Sinne auch diese Fragen hier im Plenum dann zu platzieren, die Sie am meisten bewegen. Wir können natürlich nicht alle Fragen beantworten, aber werden im Nachgang dann nochmal schriftlich das an Sie weitergeben. So, bevor wir dann aber, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, können Sie sie noch reinstellen. Bevor wir dann aber gleich in die Pause gehen und um 12 Uhr wieder starten, möchte ich mit Ihnen nochmal eine kurze Interaktion machen. Und zwar gehen Sie auch da wieder zu menti.com, also einmal das Handy schnappen, menti.com, und da sehen Sie dann die nächste Frage, 2 Stück haben wir. Worin seht ihr denn eigentlich gerade die größten Schwierigkeiten bei der betrieblichen Mitbestimmung? Hier brauchen wir nochmal ein Stimmungsbild von euch, das sicherlich auch ganz interessant ist, dann für die Politik, das nochmal schwarz auf weiß zu sehen oder blau, pink und gelb auf weiß. Das nehmen wir auch, ein schönes Tortendiagramm. Grün kommt noch dazu. Okay. Ich kann es jetzt tatsächlich von der Entfernung aktuell nicht lesen, aber ihr könnt das. Gesetzliche Regelungen gehen nicht weit genug, ist aktuell vorne, höre ich. Ja, und fehlende Unterstützung durch die Belegschaft und Zeit- und Informationsmangel sind noch zwei große Themen. Allerdings würde ich tatsächlich sagen, diese anderen drei Punkte, also pink, grün und gelb, sind ja schon fast gleich auf. Und der erste Punkt, den ich genannt habe, das ist tatsächlich die größte Schwierigkeit, die ihr gerade habt. So, und dann haben wir noch eine zweite Frage für euch. Auch hier wollen wir noch mal hören, was ist denn eigentlich die größte Herausforderung aus deiner Sicht? Für eure Arbeit natürlich. So, und ihr könnt ihr bis zu 3 Optionen wählen. Höre ich gerade. Das heißt, ihr dürft jetzt eure bunten Punkte verteilen und dann sehen wir nachher ein Summenspiel aus dem allem, was ihr abgestimmt habt. Personal- und Fachkräftemangel führt aktuell mit 11. Digitalisierung kommt hinterher. Vorbereitung der Belegschaft auf Wachstum der Arbeitswelt, auch ein großer Punkt. Ja, das deutet sich so ab, dass das so weitergehen wird. Okay. Genau. Ich würde sagen, wir sammeln nochmal die Fragen, wir werten aus, wir schauen, was eingegangen ist, um dann nachher mit euch auch nochmal in den Dialog zu kommen. Und ich freue mich auch nach der Pause dann, ab 12 Uhr geht es hier weiter, auf 2 waschechte Betriebsrätinnen auch, die uns nochmal erzählen, was eigentlich die aktuelle Situation in dem Betrieb so mit dem Betrieb und den Kolleginnen vor Ort macht. Also dann bis gleich um 12 Uhr wieder hier. So, hallo, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Pause gehabt, konntet euch noch mal ein bisschen erholen. Wir starten in die letzten 30 Minuten und zuerst wollen wir mal einen Blick werfen in die Betriebe vor Ort und mal fragen, wie das eigentlich da aktuell so ist. Ich freue mich sehr, dass bei uns sind virtuell zugeschaltet Janette Friedrich, Betriebsratsvorsitzende bei IKEA Niederlassung Magdeburg, und auch noch aus der Altmarktkäserei Eik Hund, Betriebsratsvorsitzender. So, wir starten aber erstmal mit dir, Janette. Ja, Lockdown, das haben wir ja gemerkt, als wir dann im März alle in diesem Lockdown waren. Da waren auf einmal die Bauhäuser und die ganzen Sachen, wo man sowas kaufen kann, wie zum Beispiel auch IKEA, waren der große Ansturm. Ja, da gab es einiges zu tun, weil alle Leute gedacht haben, oh, jetzt nutze ich die Zeit und renoviere mal mein Zuhause. Wie hat sich diese Corona-Pandemie eigentlich bei euch im Betrieb auf die Kolleginnen und Kollegen ausgewirkt?
Ja, also während des Lockdowns haben wir ja nur Onlinehandel betrieben. Also Click und Collect, der Kunde konnte abholen, Click und Deliver, der Kunde hat sich's liefern lassen. Nach der Eröffnung war es sehr voll. Da hat man gemerkt, die Kunden haben darauf gewartet, dass sie wiederkommen können. Also die Belastung der Kollegen ist natürlich extrem hoch, diesen Kundenansturm erstmal gerecht zu werden. Und der momentane Stand ist, dass die Belastung nicht geringer wird, sondern ganz im Gegenteil, der Onlinehandel, der ist zwar nach der Eröffnung wieder abgeflacht, ist aber da jetzt stetig am Steigen. Das heißt, zu diesem Online-Geschäft ist auch noch das stationäre Geschäft, wo die Kollegen auch genauso viel zu tun haben oder mehr zu tun haben als vor der Schließung. Und im Prinzip dadurch belastet extrem momentan ist der Kundenservice und die Logistik. Also die Logistik ist jetzt im Prinzip so ein Schwerpunkt durch den Onlinehandel. Die müssen ja den Kunden, der im Haus ist, bedienen, also die Ware kommissionieren, aber auch den, der bestellt hat. Also insgesamt würdest du sagen, mehr Arbeit auf jeden Fall für die Kolleginnen und Kollegen durch diesen Onlinehandel, ja, der dann gekommen ist. Was für Szenen haben sich denn eigentlich dann auch vor Ort jetzt abgespielt, als dann nach dem Lockdown, nach dem ersten Lockdown, die IKEA-Märkte wieder offen waren? Vielleicht kannst du uns nochmal so ein Bild geben, das beschreiben, was da passiert ist. Ja, ich sag mal, im Endeffekt haben wir ja noch nachgearbeitet, die Click- und Collect-Aufträge. Das heißt, wir mussten ja irgendwo sehen, dass wir die Ware unterbringen, die der Kunde bestellt hat und abholen wollte, weil darauf ist man ja eigentlich nicht eingestellt bei IKEA. Wir sind ja eigentlich kaufen und mitnehmen. Ja, und jetzt wurde ja im Prinzip das System geändert. Und das heißt, wir haben damit erstmal geguckt, wo packen wir die Ware hin. Dann die vielen Kunden, die im Haus sind, die ja dann auch bedient werden möchten. Und Fakt ist, dass die Kollegen in der Logistik Unterstützung brauchten. Das haben sie erstmal geregelt, indem Stunden erhöht worden sind. Aber auf Dauer wird das wahrscheinlich nicht reichen. Weil es wird sich ja verlagern, die ganze, also vom stationären mehr zum Online hin, mehr oder weniger. Ja. Das heißt, kurzfristig habt ihr da selbst Lösungen gefunden. Vor welchen Herausforderungen steht ihr dann jetzt aktuell, auch mit Hinblick auf diese aktuelle Lockdown-Light-Situation und die zweite Welle, die jetzt kommt? Was wünschst du dir da auch von der Landesregierung? Also ein Riesenproblem haben wir damit, dass gerade an einem Samstag oder auch Freitagnachmittag, wenn viele Menschen im Haus sind, ist es nicht möglich, diese 1,5 Meter Abstand einzuhalten. Es ist so voll hier in dem Haus, weil die Berechnungen sind ja so gemacht worden, dass eben auch die Regale und alles mit in diese Quadratmeterzahl mit rein, auch unsere Showrooms sind damit einberechnet worden. Die Kunden sind aber nur auf diesen Hauptgängen oder vielleicht mal rechts und links ein bisschen davon. Es ist einfach zu viel Menschen auf diesem engen Raum. Die Mitarbeiter können dann zwar den Jo-Dienst mal zu Hilfe holen, aber im Endeffekt bringt es nicht viel. Selbst wenn der sagt, halten Sie bitte Abstand, Sie können nirgends hin, die Menschen. Es ist einfach viel zu voll. Und was wünschen wir uns von der Landesregierung? Dass da einfach nochmal nachgearbeitet oder nachgebessert wird, dass einfach die Quadratmeterzahl pro Kunde nach oben gesetzt wird, dass weniger Menschen im Haus sind, weil die Kollegen ja dadurch auch gefährdet sind. Die Kunden, die im Haus sich bewegen, sind gefährdet, sich anzustecken, weil einfach die Richtlinien nicht eingehalten werden können. Mhm. Ja, also da muss auf jeden Fall was passieren. Vielen Dank, Jeanette, an der Stelle für deine Eindrücke. Und ich gebe die Frage tatsächlich direkt mal weiter an Frau Grimm-Benne. Ist das überhaupt eine Sache, um die sich die Landesregierung jetzt an der Stelle so schnell auch kümmern kann? Naja, wir merken auf jeden Fall, dass Ladengeschäfte unterschiedlich betroffen sind. Es gibt welche, die sagen, in Einkaufszentren ist es eine gehende Leere und wir machen den Einzelhandel kaputt, wenn wir noch mehr restriktiv da reingehen und sagen, wir müssten sozusagen noch bestimmte, die Gruppen noch mehr auseinandergeben. Ich gebe aber recht, unter anderem IKEA ist immer ein Bereich, so ähnlich wie auch bei den Baumärkten und zu bestimmten Bereichen auch am Wochenende Lebensmitteleinrichtungen. Das ist im Raum, da ist keine Abstandsmöglichkeit gegeben. Wir sagen aber immer, dann ist es aber ganz wichtig, dass man als Betriebsrat mit dem eigentlichen Arbeitgeber macht, dass man sowohl seine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützt, als auch dann zusieht, wie man tatsächlich dann auch den Abstand bei IKEA gewährleisten kann. Das darf dann aber dann nicht dazu führen, dass wir dann außen vor dem Zentrum, haben wir ja auch schon erlebt, dass dann die ganzen Warteschlangen sind. Also wir haben ja schon einiges da ausprobiert. Also einfach nur gesetzlich in der Verordnung was regeln, das denke ich, da würden wir sozusagen den Kamm über alles machen. Wir müssen gucken, wie wir nochmal individuell auch Unterstützung geben können. Und da müssen wir nochmal gucken, dass wir mit der Arbeitgeberseite auch nochmal nachjustieren. Das ist zum Beispiel auch eine wichtige Aufgabe, auch für die Betriebsräte. Mhm.
Also ich höre da auch so ein bisschen raus, diese Eigenverantwortung, die auch ein Betriebsrat an der Stelle hat, sich um die Themen auch zu kümmern, das auch zu nehmen und zu sagen vor Ort, so, ich komme jetzt mit dem Arbeitgeber ins Gespräch und schau mal, was können wir jetzt eigentlich hier ad hoc machen, weil das Gesetz ist das eine, aber dann gibt es ja auch Spielraum. Ne? Also ich kann das ja auch nur noch mal mitnehmen. Mir untersteht ja auch das Landesamt für Verbraucherschutz, wo der Gesundheitsschutz und der Arbeitsschutz dabei ist. Anscheinend kann das ja beides auf diese Art und Weise auch nicht eingehalten werden. Einmal braucht es auch Kontrolle und ich kann mir auch vorstellen, dass man nicht auf die armen Verkäufer und Verkäuferinnen diese ganze sagt, dass man jemanden sagt, du musst aber deine Maske aufsetzen. Meistens werden die Leute ja auch schon ziemlich aggressiv und das wollen wir auch nicht auf diejenigen abladen. Vielleicht müssen wir gucken, dass wir dann auch da nochmal mehr Kontrollen machen und da nochmal ein bisschen auch Unterstützung geben. Mhm. Gut. Okay, vielen Dank für Ihre Ausführungen dazu nochmal. Jetzt wird es heiß und fettig, denn wir sprechen jetzt mit einem Kollegen aus einem Betrieb, der unter anderem Butter herstellt, dieser Betrieb. Und ich freue mich sehr und grüße in die Altmarkt-Käserei Uelzener GmbH zu Eik Hund. Hallo. Hallo, ja. Ja, viele super, Grüße aus der Altmarkt-Käserei Bismarck. Ja, schöne Grüße aus Magdeburg. Ich starte direkt mit der ersten Frage. Wie funktioniert eigentlich bei euch gerade der praktische Betriebsratsmodus oder die Arbeit auch bei euch im Betrieb vor Ort? Naja, wir haben ja auch durch die Corona-Einschränkungen viele Maßnahmen erarbeitet. Die Grundlage waren natürlich die ganzen Verordnungen von den Ämtern und vom Land und alles, was so ausgegeben wurde, hat die Uelzener praktisch auf der Basis für sich jetzt runtergebrochen, Maßnahmen, die dann in den Betrieben halt auch wirken. Wir haben von Anfang an praktisch alles auf freiwilliger Basis mit unseren Leuten gemacht, weil das Hauptproblem war ja, wo das mit Corona losging, die fehlende Kinderbetreuung. Wir hatten Listen ausgelegt gehabt, wo sich die Kollegen eintragen können, wo sie die Schichten übernehmen können, beziehungsweise welche Schichten sie arbeiten können, um zu Hause im Privatbereich die Kinderbetreuung zu organisieren. Wir haben Schichten verteilt, also die Arbeit auf verschiedene Schichten verlagert. Wir haben in Bereichen, wo zweischichtig zuging, drei Schichten eingeführt, um weniger Leute im Haus zu haben, um weniger Kontakte zu haben. Homeoffice wurde eingeführt, hatten wir vorher in dem Ausmaß sowieso nicht, aber auch so anders noch gar nicht gehabt. Da gab es jede Menge technische Probleme zu überbrücken, weil wir auf so eine Sache ja nicht eingestellt wären. Und natürlich für unsere Kollegen war das halt auch eine große Belastung und ist es immer noch, weil wir sind eben 365 Tage im Jahr am Verarbeiten von Milch und Sahne. Wir verarbeiten ja den Großteil der Milch, die hier von unseren Mitgliedsbauern angeliefert wird. Und wir verarbeiten ja auch ausschließlich die Milch unserer Mitgliedsbauern. Und deswegen haben wir gegenüber denen ja auch eine große Verantwortung, weil meinetwegen Corona legt unseren Betrieb lahm. Was sollen die Bauern mit ihrer Milch machen? Ne? Also von da aus nicht nur, dass wir den Laden am Laufen halten wollen und natürlich die Gesundheit unserer Leute schützen wollen, kam noch zu, dass wir praktisch den Bauern gegenüber auch die Verpflichtung haben, die Verträge einzuhalten. Ne? Also es ist schon eine Herausforderung. Und als Gremium haben wir jetzt natürlich Räumlichkeiten, wohnen ja entsprechend, also wir haben Belegungspläne aufgestellt, wie viele Leute in den Räumen sein dürfen, auch schon wegen der Belüftung, weil wir nicht überall Räume haben, die du ständig belüften kannst. Na? Da wurde jetzt Technik angeschafft und Luftentkeimer und so eine Sachen, um da praktisch die Leute zu schützen vor Ort. Maskenpflicht ist sowieso generell, also jetzt auch verstärkt, im Außenbereich, wo wir sonst noch relativ leger unterwegs waren, aber jetzt ist generell bei uns Verbindungswege, alles überall Maskenpflicht. Also ist schon schwierig. Eike, ich höre heraus, ihr seid richtig ins Tun und ins Machen gekommen. Thema Eigenverantwortung, ihr habt euch dieser Eigenverantwortung, hast du ja gerade gesagt, seid ihr euch bewusst geworden und wolltet da auch ins Tun kommen. Und ihr seid auch im anderen Bereich richtige Macher, weil ihr habt nämlich auch ein super Tarifergebnis, 22% plus und damit auch den Angleich an den Westtarif geschafft. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wie ihr das geschafft habt. Erzähl mal bitte. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, dieses Jahr war ja nicht nur wegen Corona eine besondere Situation für uns,
Wir hatten ja jetzt bis September die Nachwirkung von unserem Angleichungsvertrag und hatten dies ja dann nach 3 Jahren der Angleichung praktisch die ersten Tarifverhandlungen unter Corona, wie man sich verständlich vorstellen kann, war nicht ganz einfach, eben mal, weil die Betriebe ja, die in unserer Tarifkommission sind, neu zusammengesetzt worden sind. Also wir haben neue Betriebe dazugekommen in der Tarifgruppe, die vorher anders organisiert waren. Und schon das war eine Herausforderung gewesen. Und zusätzlich natürlich die wirtschaftliche Situation in den Betrieben. Ja, also ich sage jetzt mal, so wie die Ölzehner jetzt, wir sind von Corona jetzt finanziell genauso betroffen, weil ja die Ölzehner-Gruppe viel Getränkepulver und so was alles herstellt. Und wenn die Gastronomie und so was schließt, dann hast du natürlich keine Absätze. Also da waren viele Sachen, die berücksichtigt werden mussten. Erstmal die besondere Situation der Corona, dann halt die Lage der Bauern, die ja nicht nur gebeutelt jetzt durch die Umweltbedingungen, dass halt Futtergewinnung immer schwieriger wird, die hohen Auflagen, die Qualitätsanforderungen von den Molkereien, die ganzen gesetzlichen Neuerungen, die da gekommen sind, also die werden auch richtig gebeutelt, ne? Und das ist immer so der Spagat, den wir als Tarifkommission ja immer mit im Auge behalten müssen. Aber in erster Linie sind wir natürlich die Arbeitnehmervertreter und wir wollen natürlich den Beruf attraktiv halten. Das heißt, wir müssen Löhne haben, die zukunftssicher sind, die ein Auskommen sichern und den Leuten natürlich auch Perspektiven liefern, ne? Und die Angleichung, die wir erzielt haben, das waren 20% knapp. Und das war ein Prozess, der wirklich über 10 Jahre ging und damit eigentlich losging, dass wir praktisch vor, ja, jetzt sind es ja mittlerweile 13 Jahre, als Tarifkommission uns überlegt haben, wie können wir als, ja, wir sind ja alles Kommissionsmitglieder, was die neuen Länder sind, ne? Also das heißt, man kennt sich, man kennt die Probleme und im Gros haben wir auch, mal abgesehen von den Strukturen der Betriebe, eigentlich dieselben Ausgangswerte gehabt und darum haben wir uns überlegt, wie kann man eine Lohnangleichung hinbekommen. Als erstes haben wir dann die Branchentreffen, die ja von der Milch in Oberjosbach im BZO stattfinden, genutzt, um Betriebsräte aus anderen Molkereien für unsere Ideen zu gewinnen. Weil man muss ja wissen, die Hauptfirmen oder sagen wir mal die Mütter, die sitzen ja ausschließlich in den alten Ländern. Bis auf eine Tarifmolkerei, die bei uns mit drin ist, da sitzt die Chefetage im Ausland. Aber ansonsten sind die Mütter halt alle in den alten Ländern. Also haben wir uns Verbündete gesucht. Wir haben praktisch über den Branchentreffen bei anderen Betriebsräten auf Unterstützung gebaut, haben sie informiert über unsere Situation. Vielen war ja nicht klar, wie krass die Unterschiede eigentlich waren. Und nicht nur im Lohn, sondern ja auch im sozialen Bereich. Dann haben wir halt versucht, mit den Betriebsräten Einfluss zu kriegen auf Sie haben ja viele Arbeitnehmervertretungen auch in den Verbänden und auch in den, wie sagt man so schön, in den Vorständen halt, ne, haben die ja auch Leute. Und wie gesagt, wir müssen ja immer, wie gesagt, auch die Bauernseite berücksichtigen. Das heißt, die Bauern müssen wir auch mitnehmen. Wir mussten ja die Bauern informieren, warum wir jetzt Forderungen haben. Und wieso das gerechtfertigt ist und warum wir eben unsere Forderungen haben wollten. Dazu haben wir dann Infotage durchgeführt, indem wir Flugblätter verteilt haben. Wir haben die Presse eingeladen. Wir haben praktisch Interviews. Mein Vorgänger, Herr Mertens, hat mehrere Interviews mit Zeitungen geführt, um nochmal auch die Breite der Bevölkerung aufzuklären, wie groß die Unterschiede sind und warum wir praktisch eine Angleichung erreichen möchten. Und immer wieder haben wir uns halt... Ich würde an dieser Stelle mal kurz einhaken. Also ich habe jetzt drei Sachen mitgenommen oder zwei. Netzwerken ist das eine und natürlich auch die gute Kommunikation. Den Leuten sagen, worum es tatsächlich geht, informieren und dann auch die Netzwerke bündeln. Ich möchte an dieser Stelle nochmal den Sack hier zumachen, weil wir jetzt gleich auch noch Fragen haben von unseren Zuschauern, die wir gerne beantworten möchten. Ich glaube, es ist an der Stelle auf jeden Fall mal gut, dass man sich deinen Namen merkt. Vielleicht kannst du da nochmal so ein paar Tipps auch geben für andere Betriebsrätinnen. Wenn sie da nochmal was hören wollen, können sie ja sicherlich auch auf dich zugehen. Insofern sage ich erstmal vielen, vielen Dank an euch beide.
für eure Einblicke in euren Betrieb und die aktuelle Situation. Und wir kommen damit jetzt auch zu euren Fragen, weil ihr habt uns ja Fragen gestellt. Wir haben die jetzt eben in der Pause dann auch einmal geclustert. Und ich schaue hier direkt mal auf meinen Bildschirm, weil da stehen diese Fragen jetzt. Und die möchte ich stellvertretend jetzt von euch an unsere Ministerin stellen. Wie steht es eigentlich um die Arbeitsschutzkontrollen während Corona? Wir haben das ja gerade auch gehört, am Beispiel IKEA, ist ein bisschen brenzlig. Ja, ich nehme das jedenfalls nochmal zum Anlass. Natürlich sind auch diese Kontrollen unter Corona-Bedingungen natürlich sehr schwierig, weil wir sollen ja überall Kontaktbeschränkungen machen. Wir sollen weniger mit außerhalb unseren Gruppen mit Menschen zusammenkommen. Und deswegen werden im Augenblick auch wenig oder bis manchmal gar keine Prüfungen gemacht. Aber ich sag mal, anlassbezogen würde ich sagen, wir würden jetzt nicht bei IKEA eine Kontrolle machen, aber vielleicht würde es schon mal helfen, wenn wir mal beraten, tätig sind, auch für die Mitarbeiter und Mitarbeitern, was kann man für einen effektiven Gesundheitsschutz machen und was kann man vielleicht nochmal für einen Arbeitsschutz auch mit IKEA selber vereinbaren und nochmal gucken, wie man sich da unterstützen kann. Weil ich kann das schon verstehen, das habe ich selber auch erlebt, wie das an Wochenenden oder zu bestimmten Uhrzeiten sehr, sehr voll ist. Da wird zum Teil kein Abstand mehr gewahrt. Und es gibt auch immer mehr Leute, die provozieren, dass sie eben einfach zeigen wollen, ich setze keine Mund-Nasen-Bedeckung auf, um einfach nochmal deutlich zu machen, hier ist eigentlich nichts. Mhm. Ich kenne das auch aus dem Arbeitsbereich, wenn man jetzt an öffentliche Verwaltung denkt oder an große Unternehmen. Die meisten von diesen Mitarbeitenden sind im Homeoffice. Wie sieht das eigentlich in den öffentlichen Verwaltungen hier aus mit Homeoffice? Also wir haben das schon beim ersten Lockdown mitbekommen, dass als es dann darum ging, es mussten ja trotzdem weiterhin Bescheide erstellt werden. Die Leute haben Gelder gebraucht für Sozialhilfe etc. Da haben wir schon auch Homeoffice ermöglicht. Wir haben auch gemerkt, dass wir da auch technisch ganz, ganz viel nachrüsten müssen. Und da wir noch keine Akte digital haben, haben wir auch so etwas geschaffen, jedenfalls kann ich sagen für unser Haus, dass wir auch Aktendienste gemacht haben, dass bestimmte Akten nach Hause transportiert worden sind. Also wir haben dann auch angefangen, uns so logistisch aufzustellen, dass das alles beides möglich war, dass dann tatsächlich vieles auch dann wieder auch machbar gemacht wird. Also da musste man dann schnell umdenken, dass das dann auch in die Tat umgesetzt würde. Ja, zum Beispiel haben wir für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Behindertenbeeinrichtungen etc., wir haben ja auch viele soziale Einrichtungen gesagt, das, was wir an Landeszuweisungen machen, das machen wir weiter, damit eben diejenigen nicht in Kurzarbeit gehen sollen, sondern wir haben so getan, als ob sie weiterhin voll mittun in unserem Land. Und deswegen war es auch so wichtig, dass im Hintergrund wir auch in den Ministerien arbeitsfähig waren. Mhm. Also das Homeoffice hat nicht dazu geführt, wie manche mal sagen, dann habe ich mal meinen Vorgarten mal endlich ordentlich machen können und habe mich auf die faule Haut gesetzt. Nee. Zum Beispiel auch, kann ich sagen, unser Pandemiestab hat sowas eingeführt wie Schichtdienst. Das sind ja auch alles Mitarbeiter und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Also ich glaube, die machen einfach im Augenblick ganz, ganz viel. Mhm. Eine Frage ist eingegangen, die können Sie wahrscheinlich ganz schnell beantworten. Warum ist eigentlich der Wirtschaftsminister heute nicht vertreten? Weil ich für den Bereich Betriebsräte und Betriebsverfassungsräte und für die ganzen Tarife als Arbeitsministerin zuständig bin. Und Armin Willingmann ist nur deswegen heute ein paar Mal gefragt worden, weil er natürlich das Vergabegesetz in seinem Ressort hat. Und das Tariftreuegesetz ist ja auch darin enthalten. Und deswegen ist er heute so oft gefragt worden. Mhm. Aber er kämpft an der Stelle genauso wie ich um Tarifbindung mehr in den Unternehmen. Okay. Jetzt kommt eine Info, Sie müssen um 12.25 Uhr tatsächlich schon los, weil der Pandemiestab ansteht, wo Sie hin müssen. Deswegen möchte ich versuchen, noch möglichst viele Fragen jetzt mitzunehmen, also mit der Bitte um kurze Beantwortung von Ihrer Seite. Wenn Corona-Auflagen im Betrieb nicht eingehalten werden, an wen kann man sich eigentlich wenden und was passiert dann? Schlagen Sie einfach die Seiten des Landesamtes für Verbraucherschutz auf. Dort ist eine Hotline geschaltet und die können bearbeiten, weil da Arbeitsschützer sitzen, Gesundheitsschützer, und die können die ganzen Fragen beantworten. Okay, da findet man also Hilfe. Wann gibt es in Sachsen-Anhalt Branchenkonferenzen, auf denen Betriebsräte, Gewerkschaften und Landesregierung in Kontakt kommen können? Also wenn der Wunsch mehrheitsfähig ist, machen wir auch gerne Branchenkonferenzen. Wir waren jetzt auch erst so stolz, dass wir Betriebsrätekonferenzen gemacht haben. Wenn wir das noch schaffen, die Kraft haben, das auf Branchen zu beschränken oder, sag ich mal, das branchenspezifisch zu machen, gerne. Okay.
Hier höre ich Unmut aus der Frage raus, wie kann es eigentlich sein, dass Arbeitgeber Fördergelder bekommen, obwohl sie ihrem Betriebsrat das Leben schwer machen, wo es nur geht? Ja, das ist ja das, was wir in der Regierung schon mehrmals besprochen haben, dass nicht jemand nochmal einen Unternehmerpreis erhalten soll oder öffentlich belobigt wird, wenn er sozusagen seinem Betriebsrat Steine in den Weg wirft oder eben sogar eine Betriebsratsgründung behindert. Daran arbeiten wir, und das ist ja auch das Thema, dass wir sagen, wir wollen, dass eigentlich mehr Stütz mit Fördermitteln für welche, die fair bezahlen und tarifgerecht bezahlen. Und da kommt auch direkt die nächste Frage zu. Und was tun Sie denn konkret jetzt auch gegen die Behinderung von Betriebsräten? Steht die Staatsanwaltschaft da wirklich im Stoff? Also die Frage ist mir schon vor 2 Jahren gestellt worden und wir haben das nochmal zum Anlass genommen, im Kabinett nochmal darüber zu reden, dass diese Sachen auch tatsächlich geahndet werden. Und wir haben im Justizministerium auch dahingehend gesprochen, dass solche Dinge dann auch schnell geurteilt werden müssen, weil das ja oftmals ja an vielen zeitlich begrenzt ist, auch solche Fragen. Ich hoffe, dass das einfach besser geworden ist. Ich höre aber nach wie vor Klagen auch der Betriebsräte oder auch gerade bei Gründung von Betriebsräten, dass oftmals tatsächlich Staatsanwaltschaft bzw. Gerichte nicht unbedingt darauf geschult sind. So, letzte Frage an Sie. Das Land fördert die Digitalisierung im Unternehmen mit Millionen. Wer berät Betriebsräte und Belegschaften bei Fragen der Digitalisierung? Also wir haben ja ein Zentrum für digitale Arbeit nicht nur gegründet, sondern wollen es auch etablieren. Und dort haben wir auch im Zuge Fachkräftesicherungspakt gesagt, das muss auch ein Ort sein, wo auch Betriebsräte sich beraten lassen können. Okay, so, dann haben Sie jetzt noch tatsächlich 1 Minute, bevor Sie los müssen, für Ihr Abschlussstatement. Die letzten Worte gehen natürlich nochmal an Sie, bevor wir hier den Sack zumachen. Ja, ich weiß nicht, wie es allen anderen gegangen ist. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben und haben, dass wir nicht die Betriebsrätekonferenz ganz ausfallen haben lassen, weil ich denke, wir haben heute eine Menge Fragen auch beantworten können. Und ich darf auch zusichern, die Fragen, die heute gestellt worden sind, wo noch keine Antwort gegeben worden ist, das werden wir nochmal schriftlich nacharbeiten. Und ich danke sehr dem DGB und Arbeit und Leben, dass wir das haben möglich machen lassen. Und herzlichen Dank an Sie. Das ist für mich auch eine neue Erfahrung. Und ich finde einfach, wir haben uns gar nicht so doof angestellt. Das finde ich auch. Vielen Dank, schön, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg die ganze Woche und heute auch für den Pandemiestab und sage vielen Dank. Und wir haben jetzt noch 2-3 Minütchen Zeit, während sich Frau Grimm-Benne gleich aus dem Bild macht. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, nochmal zu resümieren für uns, zu reflektieren. Wie hat es eigentlich gefallen? Wie ist es eigentlich gelaufen? Ist das eine gute Sache gewesen oder nicht so gut? Ich will mit euch noch mal kurz ein Feedback machen. Und dazu gehen wir wieder auf menti.com. Also macht mal wieder euer Handy-Browser-Fenster auf. Da warten auf uns noch mal Feedback-Fragen. Und die schafft ihr auch tatsächlich daran, seid ihr ja jetzt schon sehr geübt, schafft ihr auch ohne uns, glaube ich. Denn diese Fragen könnt ihr einfach hintereinander wegmachen. Dafür brauchen wir euch jetzt nicht mehr an dieser Stelle hier in dieser Sendung. Ich verabschiede mich aus Magdeburg, sage herzlichen Dank fürs Zuschauen, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wünsche euch alles Gute und vor allem bleibt gesund.